Moin Moin und herzlich willkommen zur 61. Folge Brettspiel-News Team. Ich bin immer noch nicht Johannes, ich bin immer noch Peter und in der heutigen Folge reden wir in der aktuellen vollen Besetzung über einige gespielte Spiele. Viel Spaß dabei! So, eine neue Team-Podcast-Folge. Wir sind wieder in großer Runde dabei, in etwas größerer Runde, je nachdem, ob die Person aktiv teilnimmt oder nicht. Wer ist denn da? Hallihallo. Hallo. Hallo. Hi. Huhu. Top. Genau, ihr habt jetzt Lavinia, Vera, Dennis und Peter gehört. Und mich, Johannes. Hi. Nicht in der Reihenfolge. Nee, stimmt. Das ist jetzt wie immer auf diesen Filmcovern, wenn man irgendwie die Köpfe der Schauspieler in einer bestimmten Reihenfolge sieht und darüber die Namen in der falschen Reihenfolge. Also ist das so? Jetzt irgendwie. Manchmal ist das so. Die setzen Wissen voraus, ist ja krass. Unglaublich. Also wir erwarten jetzt von euch auch, dass ihr die Stimmen von uns irgendwie zuordnet. Sowieso. Egal mit welchem Podcast, mit welchen Namen, aber irgendwas. Wir wollen natürlich wieder über einige Spiele reden. Oder haben wir vorher noch irgendein anderes Thema? Gibt es noch irgendwas, was wir ansprechen wollen? Ich wollte mal wieder über meine unglaublich schwierige Kindheit reden. Nein, lasst uns über Spiele quatschen. Ja, wir können ja noch kurz ankündigen, dass wir nicht so wie alle anderen ein React auf die Nominierten zum Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres machen, sondern wir machen das clever, wir machen das einfach im Zuge der Bekanntgabe der Gewinner oder kurz davor. Also wir machen das natürlich auch noch. Genau, aber wir machen das dann fundiert, vorbereitet und wahrscheinlich werden wir bis dahin aber trotzdem nicht alle Spiele davon gespielt haben. Aber wir versuchen es wenigstens. Genau. Ja, so wie man uns kennt. Expertise und alles geballt Meinung. Zusammen. Großartige Vorbereitung. Traumhaft. Genau, und wir haben natürlich wieder einige Spiele gespielt. Einige davon haben uns gut gefallen, andere haben uns nicht so gut gefallen. Letztes Mal habe ich angefangen, deswegen möchte ich diesmal nicht anfangen. Bei dem ganzen Chaos fange ich direkt nämlich mal an. Das passt nämlich hervorragend. Das Chaos ist nämlich auch ein wichtiges Thema in dem Spiel, was ich gespielt habe. Und zwar habe ich mich mit ein paar guten Freunden in die Villen des Wahnsinns begeben. Ein sehr storylastiges Abenteuerspiel. Ich glaube, wir haben es zu fünft gespielt, genau. Und haben ein Krimifall mehr oder weniger in einer merkwürdigen Villa vorgesetzt bekommen und mussten ermitteln mit unseren Ermittlern, die manchmal etwas weltlicher begründet waren, manchmal ein wenig außerweltlich, so ein bisschen parapsychomäßig unterwegs waren. Und es passierten einfach merkwürdige Dinge. Und wir mussten in diesem appgestützten Spiel herausfinden, was da eigentlich vor sich geht. Und es ist ein ganz tolles narratives Spiel, bei dem es darum geht, ja, und je nach welches Szenario, welchen Fall man spielt, muss man halt unterschiedliche Dinge erreichen und darf unterschiedliche Dinge vielleicht nicht erreichen, denn sehr, sehr merkwürdige Dinge gehen in diesem Haus vor. Das Interessante an dem Spiel ist halt, dass es relativ schwierig ist zu sterben, denn wenn man es, man hat zwei Arten von Gesundheit, die körperliche Gesundheit und die geistige Gesundheit. Wenn man alle körperliche Gesundheit verliert, kann man wieder von vorne anfangen quasi. Dann ist man verwundet und kriegt noch mal einmal volles Leben und kann dann noch mal. Wenn man alle geistige Gesundheit verliert, wird man wahnsinnig und bekommt ein neues Spielziel. Und dieses Spielziel kann auch sehr konträr zu dem der Gruppe verlaufen. Manchmal oder sehr oft auch ist es einfach der Fall, dass wenn man wahnsinnig wird, das Spiel schon relativ weit fortgeschritten ist und man auf einmal gar keine Möglichkeit hat mehr, sein neues Ziel zu erfüllen. Das kommt vor. Aber oft kommt es auch vor, dass man eben doch noch was da reißen kann und das freut immer alle anderen sehr am Tisch, weil die natürlich nicht wissen, was für ein neues Ziel man hat. Sprich, wer wahnsinnig wird, dem vertraut man nicht mehr. Ja, das
Tolle an dem Spiel ist einfach wirklich die Atmosphäre und da hilft die App-Unterstützung sehr, die einfach Geräusche mit einbindet, Musik, die erklärt, was vor sich geht und wirklich einfach ein tolles Setting schafft. Das, was ich an dem Spiel nicht so mag, ist, dass man eigentlich jedes Szenario mehrfach spielen muss, weil einige Szenarien, ich habe noch nie ein Szenario bei diesem Spiel gewonnen. Ich habe das erste Mal, letztes Mal eins überlebt. Das war schon cool. Aber wir haben nicht das gute Ende gekriegt. Wir haben ein neutrales Ende gekriegt. Schon mal ein Fortschritt. Wie häufig hast du es bis jetzt gespielt? 4-mal, 5-mal, 6-mal. Aber ich glaube, neutrales Ende und Überleben, das ist quasi schon das gute Ende. Nee, das war aber noch nicht das gute Ende. Dafür haben wir leider noch nicht alles in Erfahrung bringen können. Da gibt es ja, noch ja, aber ich meine, mit gut ist halt einfach schon, das ist so over the top gut. Das ist Ultima Ratio, super, hammer, geil, gut. Ja, wenn man da einigermaßen wieder rauskommt, ist das ein großes Erfolgserlebnis. Das haben wir auch sehr gefeiert. Nur einer von uns ist wahnsinnig geworden und das hat nicht groß geschadet, aber wir haben es überlebt. Und es spielt halt im Arkham-Universum von H.P. Lovecraft und entsprechend gibt's da immer sehr merkwürdige, böse, alte Wesen, die einem nichts Gutes wollen mit sehr, sehr merkwürdigen Kreaturen und nichts ist so, wie es scheint und alles treibt einen irgendwie in den Wahnsinn. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil einige Szenarien fördern das Erkunden. Und da musst du halt möglichst schnell möglichst viel erkunden. In anderen darfst du dich nicht zu weit auseinander bewegen. Da ist es eigentlich wichtig, dass man eher zusammenbleibt. Und in anderen ist es wichtig, dass man genau das Richtige erkundet. Das heißt, dass man in vielen Szenarien, wenn man sie zum ersten Mal spielt, einfach null Plan hat und zwangsläufig irgendwas Verkehrtes macht. Man muss eigentlich zumindest einen Clou haben, worauf es hinausläuft, was man vermeiden muss, was auf was man konkret hinarbeiten muss. Und das hat man am Anfang einfach noch nicht. Macht viel Spaß, erfordert aber auch eine gewisse Frustresistenz, denn das Spiel ist nicht kurz. Also mit so einer Fünferrunde ist man durchaus 2-3 Stunden zugange. Kommt natürlich auch auf Szenario an, auch natürlich, wie gut man sich anstellt, aber es ist schon, damit kann man schon einen Abend füllen. Kennt ihr's? Also ja, ich kenne es, aber ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen verwirrt, was die Edition angeht. Die zweite Edition ist die App-Unterstützte und die erste braucht einfach noch ein Overlord-Spieler, ganz oder? Genau. Und ganz kann man die zweite auch mit Overlord und App spielen? Weil ich weiß tatsächlich, ich glaube, in meiner Erinnerung vermixe ich so ein paar. Wir haben es zu fünft mit Overlord auch noch gespielt. Also einer hat wirklich nur den Overlord gemacht und das Ganze verwaltet, aber eben auch mit der App. Dann habe ich wahrscheinlich genau diese Version immer nur genau so gespielt. Weil ich weiß, dass es ja eben, also dieses Geschichtenerzählen macht ja nicht nur das, also nicht nur die vorgegebene Geschichte, sondern es ist ja wie immer, was du schon gesagt hast, einer wird wahnsinnig oder es passieren Sachen und man verhält sich anders. Und ich weiß, da habe ich tatsächlich noch Situationen im Kopf, ne, wie was ich gerade meinte, die sich schon vermischen, aber aus alten Partien, wo ich irgendwann umgedreht wurde und ich halt nur gewinnen konnte, wenn der Overlord-Spieler gewinnt und ich irgendwie so vorrannte und wir so zwischen Leuten standen und die hinter mir hatten aber die Waffe und ich dachte, ja geil, ich stehe ja vor mir, dann gibst du mir die Waffe, dann gehe ich auf die vor uns und du auf die hinter uns und alle, ja super Plan und ich nehme die Waffe und schieße erstmal auf alle und das ist natürlich fantastisch, wenn sowas passiert, ne, weil in dem Moment das ganze Vertrauen zerstört ist, alle gucken dich an, sag mal, was ist denn mit dir los? Die so, weiß auch nicht, irgendwie huch, schon wieder an den Abzug gekommen, huch, schon wieder und das ist natürlich geil. Ich tollpatsch. Genau so. Sehr schön. Habt ihr anderen es schon mal gespielt? Nein. Nee, ich habe ja dank Peter Cthulhu Death May Die gespielt, was wahrscheinlich noch mal ein bisschen kurzweiliger und nicht so lang ist. Wie viel Spiel steckt denn, also habt ihr das Grundspiel nur oder habt ihr, es gibt ja tausend Erweiterungen dafür, ne? Nein, richtig. Und die Freunde, die das Spiel haben, haben da auch tausend Erweiterungen für. Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, welche Version wir gespielt haben. Aber man kann schon eine ganze Menge Abenteuer damit erleben. Ich persönlich mag
gewisse, vom rein spielerischen Arkham Horror lieber. Weil das zwar auch narrativ, also Willen des Wahnsinns ist erzählerisch einfach dichter. Das ist ein erzählerisches Spiel. Man tut aber weniger. Man hat weniger eigene Agenda. Man hat ein paar Entscheidungen, die man treffen kann. Aber ich finde, das ist in anderen Spielen in dem Universum stärker. Auch was Charakterentwicklung und so angeht. Dieses Spiel ist eher eine Art sehr narratives Survival-Spiel, wo man genau gucken muss, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung, die genau verteilen muss, gucken, wie kommen wir jetzt damit klar, und eben welche Entscheidungen, wer geht wohin, wer macht was, wer redet mit wem, und dann muss man obendrein auch noch mal ein bisschen Würfelglück haben, um gewisse Dialogoptionen oder sowas zu machen oder gewisse Proben zu bestehen. Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Spiel, viel Narrativ drin. Und ich könnte mir vorstellen, Johannes, dass du da tatsächlich auch solo viel Spaß haben könntest. Vielleicht was, was man sich mal ausleihen sollte, weil, also kaufen möchte ich es mir zum Beispiel nicht, weil es mir dafür schlicht zu teuer ist. Ich möchte gerne deine Aussage unterstützen. Ich finde, das ist wirklich von den Arkham oder von den Cthulhu-Iden-Spielen wahrscheinlich das, was am meisten das Gefühl vermittelt, als wäre man in so einem Buch drin oder wirklich in der Geschichte. Ich finde, das LCG macht das auch gut, aber das hat trotzdem noch sehr viel Spiel im Vordergrund und sehr viel Mechanik, mit der man versucht, in dieser Geschichte voranzustreiten, was du gerade auch schon gesagt hast. Hier ist es wirklich, sind es Gruppenentscheidungen. Gehe ich da lang, aber da ist es nicht unbedingt, also da steht, hat man nicht jede Runde eine Probe oder ähnliche Mechanismen, die im LCG, finde ich, stärker sind. Also ich gebe dir recht, das ist wahrscheinlich das narrativ stärkste Spiel von allen. Wenn man kämpft, dann läuft eigentlich irgendwas falsch. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Muss in halt den, auch in mal vielen sein. Ne? Fällen. Also, kommt auch auf die Szenarien an, aber in den meisten Fällen, an manchen Stellen muss man zwangsläufig kämpfen, an anderen will man es absolut nicht. Kommt vielleicht wirklich aufs Szenario und auf den Charakter an und die Situation. Aber ja, das ist eben der Punkt. Das Spiel ist so vielseitig, dass man im Vorfeld nicht genau weiß, worauf man sich einlässt. Und deswegen muss man vielleicht auch eben die Szenarien vielleicht auch mal ein zweites oder ein drittes Mal spielen. Ich habe das noch nie gemacht. Schwer. Du schon? Ja. Aber ist das nicht irgendwie, also ich mag ja dieses Explorative, ne? Man entdeckt da Sachen, man weiß nicht, wie sich die Geschichte entwickelt, das ist doch eigentlich toll. Ja, ist, aber das nicht ein bisschen Immersion weg? Nicht so richtig, weil du hast halt nie die Möglichkeit eigentlich alles zu erforschen. Es passiert immer irgendwas, was das Ganze vorzeitig irgendwie verändert, abbricht oder das Spiel noch komplett auf den Kopf stellt. Du hast immer irgendwo einen Zeitfaktor mit drin. Und dadurch kommst du eigentlich nie dazu, alles zu erforschen oder alles kennenzulernen. Und du hast immer etwas, was du noch nicht irgendwie berücksichtigt hast. Ich glaube, vielleicht kann man das am besten mit Time Stories vergleichen, was man auch nicht beim ersten Anlauf schaffen kann. Wo es aber tatsächlich in der Mechanik des Spiels begründet liegt, dass man mehrere Anläufe hat. Genau, den ja eigentlich auch in einem Abwasch durchspielen möchte. Aber ja. Also einerseits hatte ich durchaus den Ehrgeiz zu sagen, nachdem wir es überlebt haben, okay, ich will mehr. Ich will das jetzt schaffen. Auf der anderen Seite hat diese Runde 3 Stunden gedauert und es war schon spät am Abend und ich wusste, okay, das war jetzt ein Höhepunkt und das ist auch erstmal gut. Ja. Ich hoffe immer noch auf den Reprint des Pandemic Cthulhu. Nee, Cthulhu Pandemic, so rum. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Mal sehen, ob das noch kommt. Fast das gleiche Spiel. Fast. So wie alle kooperativen Spiele, die irgendwie in der Welt von Lovecraft spielen, richtig? Richtig. Das ältere Zeichen, Cthulhu Death May Die, hier, wie heißt nochmal, Berge des Wahnsinns, alles das gleiche. Berge Lovecraft des Wahnsinns Letter. Besonders, Lovecraft Letter, sehr schön. Das ist nicht kooperativ, Entschuldigung. Ich muss ja sagen, ich mag tatsächlich Arkham Horror in der zweiten Edition sehr, sehr gerne. Die neue gefällt mir nicht so, aber die alte, tolles Spiel. Aber auch ein Klopper und lang und hat auch seine Schwächen.
Aber das hält halt tatsächlich irgendwo einen besonderen Spot bei mir. Und ist noch vergleichsweise günstig, auch gebraucht zu kriegen. Kleiner Tipp. Ist es günstiger, gebraucht zu kriegen, als Phase 10 das Würfelspiel? Ich habe keine Ahnung, weil ich niemals nach Phase 10 das Würfelspiel suchen würde. Von daher, als ich das letzte Mal so geguckt habe, kriegte man es für 25, 30 Euro in einem sehr guten Zustand gebraucht. Und das ist dann schon Phase 10, das Würfelspiel Sammler Jubiläumsedition in der Blechbox. Das gibt's jetzt im Doppelpack mit Uno, das Brettspiel. Lavinia, müsst auch weitermachen mit einem Spiel. Ja, was denkt ihr denn, habe ich gespielt? Exit, so, Unlock. Ja, das ist so stumpf, ja. Ich hätte jetzt Helden gesagt. Ich habe Exit gespielt, das Verschwinden des Sherlock Holmes. Ich bin da überhaupt nicht mehr Orchidee. Ich bin überhaupt nicht mehr objektiv, weil ich Exits immer alle eigentlich gut finde. Es war einfach gut. Es waren 10 Rätsel, die mich gefordert haben. Es war in der Runde schön. Es war ein abwechslungsreiches Exit. Die Rätsel waren, also es war ein fortgeschrittenes Exit. Es gab irgendwie schon lange kein Profi-Exit mehr, wo ich mir nicht ganz sicher bin, warum das so ist. Das war dem Schweregrad auf jeden Fall angemessen. Wir haben ein bisschen zu viel Tipps gebraucht. Der Soundtrack war sehr schön. Gibt's noch irgendwas Gutes? Das Abschlussrätsel war so, naja, okay. Ich kann da jetzt, sonst spoiler ich zu viel. Spielst du denn tatsächlich immer auf diese, also nimmst du diese Zeitwertung mit? Ja. Das wäre meine eine Frage und noch eine. Machst du? Okay. Ja. Krass. Und gibst du dir dann auch Sterne, wie gut ihr wart? Nee, die Sterne kriegen wir ja. Wenn ich mir die geben würde, es wäre schön. Ja, okay. Also. Du rechnest aus, wie viele Sterne du hattest. Nee, das macht die App automatisch. Ah, clevere App. Und noch eine Frage. Es gibt auch immer diesen Begleitheft, dieses Momentum, wo man dann sagen muss, welches Rätsel hat dir eigentlich am besten gefallen? Und wenn ich dann da immer so durchblätter, am Ende denke ich, gab es früher zumindest, dass man, ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt neulich auch ein Excel gespielt, das war aber ein älteres, das lag hier aber noch rum. Welches? Da war das noch drin. es gibt diese Kabine im Wald und wie heißt der andere davon? Das Haus, das verschollene Haus, die bauen so aufeinander auf. Cabin in the Woods. Das baut doch irgendwie so aufeinander auf oder so. Großartiger Film übrigens. Die Hütte im Wald heißt das, ne? Die Kabine im verschwundenen Sherlock Holmes, ne? Mhm. Genau, irgendwie so. Jetzt ist mein Kopfkino abgestürzt. Danke, Lavinia. Denk über deine Kindheit nach. Warte, ich krieg meinen Satz zu Ende. Ich wollte sagen, dass ich immer, wenn ich das da durchblättere und mir dann gefragt wird, welches Rätsel ich am besten fand, ich da vorstehe und denke, warte mal, welche Rätsel gab's denn noch? Also mir fällt es tatsächlich relativ schwer, diese, weil wie viele Rätsel auch immer das waren, zu rekapitulieren. Ich denke mal, ah ja, das war cool. Und dann, warte, ich krieg einen Tipp. Es sind, glaube ich, 10. Naja, woher auf jeden Fall, weißt du das denn? Wird nicht verraten. Kannst du dir immer noch alle, also kannst du dich immer wirklich an alle 10 Rätsel noch gut erinnern danach? Nee, also das Experiment, das ich jetzt letztens gemacht habe, ist tatsächlich geglückt. Da habe ich nämlich einen Exit jetzt zum ersten Mal zum zweiten Mal gespielt, die Grabkammer des Pharao. Und das hatte ich, lass mich lügen, 2 oder 3 Jahre vorher gespielt. Und daran konnte ich mich nicht mehr erinnern, also an die Rätsel. Wo jetzt zu diskutieren wäre in der Runde, ist es gut, dass man sich daran nicht mehr erinnern kann oder ist das ein schlechtes Zeichen, dass es anscheinend seichte Unterhaltung war? Ich finde es gut. Liegt vielleicht ein bisschen an einem... Hättest du kopiert vorher? Hättest du es normal spielen können? Das habe ich ja gemacht. Deshalb konnte ich es ja ein zweites Mal spielen. Clever. Spielst du eigentlich auch die ganzen, weiß ich nicht, ich bin gerade auf dem Wikipedia-Artikel von Exit und sehe, es gibt einfach 80 Millionen Artikel schon dazu. Spielst du auch die ganzen Sachen Exit, das Buch und sowas? Das habe ich noch nicht gemacht, das hat Vera mal gemacht, ne? Vera, du hast die Frau im Nebel gespielt, ne? Ja, genau, das hatten wir mal zum Testen. War das gut, war das geht so? Habt ihr das noch? Ja gut, wir haben es nicht mehr, ist ja kaputt danach, ne? Ach so, okay, muss man das auch kaputt machen? Das wusste ich nicht bei denen. Ja, du musst das ziemlich kaputt machen. Und also mir hat's wehgetan, in einem Buch rumzuschnibbeln und rumzureißen, rumzufalten. Also mir geht, also ich finde das so schon nicht so cool bei den normalen Exits, dass du es halt wirklich
im Normalfall danach kaputt machst und danach nicht mehr spielen kannst, so. Und beim Buch hat es mir irgendwie doppelt leid getan, so noch mit den ganzen Illustrationen. Das ist ja quasi wie so ein Comic ja aufgebaut. Und dann schnibbelst du da einfach rum und misshandelst dieses Buch einfach. Das hat mir ein bisschen leid getan. Damit hätte ich auch ein großes Problem. Also was wir diesmal gemacht haben, war, wir haben das auch mit einem iPad abfotografiert, manche Sachen, dass wir das auch zu mehreren gleichzeitig machen konnten und dann auch da drin rummalen. Das hat sich noch bewährt als neue Möglichkeit, dass man da partizipieren kann, also mehrere Leute gleichzeitig, weil das ist tatsächlich ein Manko so ein bisschen, wenn man das mit mehreren spielt. Die Karten sind ja wirklich nicht groß, dass man dann wirklich immer so, und dann ist ja jeder so, ja, zeig auch mal her. Und du brauchst ja viele Karten, musst du ja mit was kombinieren, damit du zu einer Lösung kommst. Und das ist dann einfach immer ein bisschen problematisch. Und manchmal will man auch einfach nur auf die Sachen raufstarren und hofft auf Inspiration. Ja. Und dann greift da irgendjemand rein und nimmt die Sachen weg und sagt, aha, okay. Ja, so ist das. Es sind auch tatsächlich, muss man fairerweise sagen, es sind auch nicht alle Exits wirklich gleich gut. Also ich bin da nicht mehr so ganz reflektiert, weil mir das einfach die Spielmechanik viel Spaß macht. Aber ich hatte ja auch mal das von dem Herr-der-Ringe-Exit erzählt. Das hat tatsächlich gut geklappt von der Story her. Und das hat jetzt bei dem Sherlock Holmes war das auch. Da die Geschichte war schon schlüssig. Es gab noch einen schönen Plot-Twist. Den gibt's ja auch manchmal in den Exits. Und der war auch ganz gut gelungen. Und kannst man du hat denn viele, jetzt aus dem Stegreif? Ja. Kannst du denn jetzt aus dem Stegreif deine Top 3 oder Top 2 Exits nennen? Also mein Top-Exit ist auf jeden Fall die verlassene Hütte, weil ich das als erstes gespielt habe, wo es ja diese Geschichte gibt, dass ich das auf der Messe probiert habe. Das ist dein Cabin in the Woods, genau. Was ja mit der schönen Geschichte verbunden war, dass ich das auf der Messe so doof fand und mich gefragt habe, wer spielt sowas? Was ist das? Was soll das? Das funktioniert überhaupt nicht. Und dass ich dann das gespielt habe und danach richtig so, komm, ich muss sie jetzt alle spielen, die es gibt. Das Ritterburgen-Exit fand ich gut. Und Top 3 ist schwierig tatsächlich. Wir machen das einfach so. 2016 ist ja das allererste Exit erschienen. 2026, sozusagen zum 10-jährigen Bestehen von Exit, machen wir dann die Sonderfolge Lavinia Ranked alle Exit-Spiele. Alles, was es von Exit gibt, musst du bis dahin gespielt haben. Und dann redest du irgendwie 5 Stunden lang nur über Exit. Mhm. Nach der 20. Sekunde ist keiner mehr dabei. Ich habe ja noch nicht alle Exits gespielt, tatsächlich. Ich habe ja das, was Vera zum Beispiel gespielt hat, das habe ich nicht gespielt. Vera featured dann. Mach ich. Die Begeisterung ist riesig. Ja, aber es ist sehr zu empfehlen. Aber es stimmt. Es ist nicht sehr, über diesen Aspekt der Umweltfreundlichkeit könnte man nochmal sprechen. Aber ist kopieren und zerschnibbeln dann da die Lösung? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, als Tipp mit dem iPad oder mit dem Handy abfotografieren und dann kann man da drauf rumwursteln. Und ich glaube, man muss auch mal ein Exit-Spiel oder andersrum, man muss mal so ein klassisches Cool-Mini-or-Not-Spiel aufwiegen in Exit-Spielen. Also wie, und das wahrscheinlich da noch mit Spielzeit und Investitionen gegenrechnen und dann kann man da irgendwann eine Formel entwickeln, um Nachhaltigkeit zu ablesen zu können. Willst du hier gerade mit Sinn und Verstand rangehen und nicht einfach mit steilen Sorry, Thesen? Sorry, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Exits sind nicht nachhaltig, merkt euch das. Nein, Exits sind trotzdem wunderbar. Man muss wirklich die Kreativität der AutorInnen da mal loben. Also die lassen sich wirklich coole Sachen einfallen. Wenn man jetzt mehrere Exits schon gespielt hat, gibt's natürlich Wiederholungen im Spielprinzip. Also dass man sagt, ah ja, okay. Also man entwickelt sich weiter. Beim ersten Exit war man so, wie soll ich das jetzt machen? Und irgendwann, also weiß man schon, okay, das könnte das sein. Ah, okay, lass nochmal die Schachtel angucken, ob da nicht noch ein Hinweis ist. Lass die Karte mal gegens Licht halten und so weiter und so fort. Fazit von Lavinia ist eigentlich, Spielspaß ist wichtiger als Klimaschutz. Also, go for it. Ich find's schön. Morgen schreit mich das von der örtlichen Bildzeitung an, oder? Genau. Ja. Johannes,
Was sagst du denn so zum Thema Klimaschutz beim Spielen? Soll ich einfach über mein erstes Spiel reden? Ich mach das jetzt einfach. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Und deswegen habe ich mir 11 zugelegt, dieses Fußballmanager-Spiel. Und inhaltlich war das auf jeden Fall ein Fehler, weil ich nicht viel nachvollziehen kann. Es geht darum, man managt einen Fußballverein. Und das Spiel hat sehr viele Karten, es hat sehr viel Material. Und also jetzt auch nicht so viel, aber es ist irgendwie schon verhältnismäßig viel. Man kriegt halt irgendwie Tableaus, die halt das Stadion und irgendwie das Spielfeld und sowas abbilden. Und irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Vereinssachen, sowas wie Geld, Fans und whatever. Und im Laufe des Spiels, das geht eigentlich über 6 Runden. Theoretisch ist jede Runde eine Woche. Und dann, also theoretisch habe ich, glaube ich, nachgeguckt, es gibt 18 Vereine in der Bundesliga und man spielt ja in der Bundesliga und jeder Verein spielt 2-mal gegeneinander. Also eigentlich müsste es 36 Runden geben. Das heißt, man spielt ein Sechstel einer Bundesliga-Saison. So. Und man kann sich unterschiedliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zulegen, man kann das Stadion ausbauen, man kann sich unterschiedliche Spielerinnen und Spieler zulegen. Dann muss man am Ende der Woche, also ein Durchgang geht über 4-5 Runden und wir können unterschiedliche Aktionen machen. Am Ende müssen wir immer gegen einen gegnerischen Verein spielen. Dafür machen wir dann irgendeine Startaufstellung, müssen irgendwelche unserer Spieler halt auf den Platz machen, denen wir dann irgendwie Fitness zuweisen müssen, weil wenn die Spieler nicht fit sind, dann können die nicht auf dem Platz sein und dann können wir die Spieler noch trainieren und dann können wir 1000 andere Sachen machen. Und Rebecca und ich haben uns zu zweit die Regeln angelesen und haben nach 3 Runden das Spiel abgebrochen, weil wir völlig genervt waren und überhaupt nicht verstanden haben, warum wir bestimmte Dinge machen. Also am Ende jedes Durchgangs spielt man halt gegen so einen gegnerischen Verein und wir haben jede der 3 Runden beide jeweils, haben wir immer deutlich verloren, weil eigentlich wir keine Ahnung hatten, wie wir das sinnvoll machen sollten. Es fehlte irgendwie an Ressourcen. Es kann natürlich auch einfach sein, dass man in der ersten Partie irgendwie nicht weiß, was man tun soll. Dann gibt es auf diesem Spielfeld eigentlich 9 Felder für die Wertung, wenn sozusagen, also das Spiel gegen den gegnerischen Verein, da zieht man so eine Karte und da hat man dann die Aufstellung des gegnerischen Vereins mit bestimmten Stärken der verteidigenden und angreifenden Spieler und das vergleicht man dann. Das vergleicht man aber nur in 5 Zonen. Das heißt, man muss erstmal überhaupt gucken, welche von den 9 Zonen mal gemeint sind, dann sind wieder 5 Zonen gemeint. Dann in der Anleitung ganz clever, mal wird von Spieler gesprochen mit einem großen S und der Rest ist klein geschrieben. Das sind dann sozusagen wir, die spielen. Und dann wird aber Spieler komplett in Großbuchstaben geschrieben. Da sind dann die Spieler gemeint, also innerhalb des Games. Und die Anleitung nice. Ist einerseits ultra ausführlich, also da wird sehr viel doppelt und fünffach beschrieben. Andererseits gibt es kein Beiblatt zum Beispiel, welche Aktionen du machen kannst. Das heißt, wir haben die ganze Zeit in der ersten Partie auch immer in der Anleitung geblättert, weil du auch überhaupt nicht weißt, also was du alles tun kannst. Wenn du drin bist, dann geht das. Aber das Problem ist auch, gerade in der ersten Partie, das führt einen überhaupt nicht. Also ich saß da und habe gedacht, was mache ich jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung, warum ich irgendwas gemacht habe. Also das ist, in das Spiel reinzukommen, ist ganz grauenhaft, weil du halt keine Ahnung hast, was du machst. Und dann, keine Ahnung, dann werden deine Spieler aus irgendwelchen Gründen gesperrt, sie werden verletzt, dann kannst du sie nicht nutzen, dann hast du halt nur schwache Spieler auf dem Spielfeld und kannst halt nichts machen. Und das war eine unglaublich kuriose Partie. Also ich glaube, dass da unglaublich viel drinsteckt und man das irgendwie durchdringen kann. Aber aktuell nach dieser ersten Runde denke ich so, ich habe da irgendwie keine Lust zu. Auch wenn da, also es gibt so viele Karten mit unterschiedlichen Effekten, die sich garantiert alle irgendwie gegenseitig bedingen und du kannst das machen, du kannst das machen. Das ist, glaube ich, so ein cooler Baukasten, wenn man darauf Bock hat, aber der Einstieg ist nicht gut. Das ist halt auch Portal Games, die ja bei Anleitungen, also ich sage nur Imperial Settlers. Klingt wie FC Bayern München, das Spiel, oder? Ja, geht raus an meine Fußballfreunde. Ja, am Ende gewinnt Bayern München und feuert irgendwie einen Trainer oder jemanden aus dem Vorstand. Nein, schuld sind immer die anderen. Eier, Leute, wir brauchen Eier, ihr wisst doch. Gerade nicht witzig, glaube ich, für die Bayern-Fans, der Spruch. Dürfte noch wehtun. Da sage ich nur, heult leise. Gibt's Fragen zum Spiel oder noch irgendwelche Fußball? Also ich war, glaube ich, das letzte Mal vor knapp wahrscheinlich 20 Jahren mal hier in einem Werder Bremen Stadion, haben sie gegen Hansa Rostock gespielt und mit 3-2 gewonnen. Das heißt Weser Stadion. Ja, damals hieß das bestimmt noch anders. Damals hieß das Werder Bremen das Stadion. Genau.
Na, ich habe gerade, als du das erzählt hast, wirklich auch, also bevor du zum Ende kamst, schon gedacht, das fühlt sich oder hört sich genauso an wie halt eben eine Computerspielumsetzung, nur dass man sich wirklich auch ein Tutorial wünschen würde, so wie es wahrscheinlich beim Computerspiel wäre, dass man irgendwie so eine Einführungspartie spielt, die vielleicht sogar ein bisschen gescriptet abläuft, ne, also keine Ahnung, jetzt musst du hier diesen super coolen Manager-Move machen, damit dein Spieler motivierter wird und deshalb legst du jetzt diese Karte aus und siehe da, bäm, und es hätte einfach nur geholfen, um vielleicht zu verstehen, warum man Sachen macht, ne? Also es gibt Szenarien, aber ich weiß gar nicht, ich bin gerade überlegen, ob das in der Kampagne nur drin ist oder nicht, das weiß ich gerade gar nicht, aber ich glaube, da sind Szenarien dabei, aber das wird halt nicht so in der Regel sofort beschrieben. Und ihr habt das zu zweit gespielt, habt ihr denn dann habt ihr zusammen gemanagt oder hat jeder für sich gemanagt? Also die Interaktion ist null. Also es gibt halt gemeinsame, ja. Es gibt eine Marktauslage von Karten, die man sich sozusagen wegkaufen kann. Aber sonst ist die Interaktion eigentlich null. Theoretisch gibt es eine Tabelle, also sozusagen wie auch beim Fußball, ne, die Tabelle, mit der, ja, wo der Verein halt, ne, wenn man gewinnt, kriegt man 3 Punkte, bei Unentschieden kriegt man 1 Punkt, bei Verlieren kriegt man 0 Punkte. Das war halt völlig irrelevant, weil Rebecca und ich halt jeden immer verloren haben. Und dann hatten wir irgendwann auch kein Nerv mehr. Das ist dann auch total albern, wenn ihr nicht mal gegeneinander spielt oder so. Das hätte ich jetzt irgendwie gehofft, dass man das dann macht. Musstet ihr auch den ersten FC Köln nehmen? Nee. Es gibt dann halt sozusagen, es gibt mehrere Kartendecks. Man kann in der dritten Liga spielen, in der zweiten Liga und in der ersten Liga. Dritte Liga ist einfacher, zweite Liga ist ein bisschen schwerer und die erste Liga ist am schwersten. Da zieht man jeweils 6 Karten insgesamt und gegen diese Vereine spielt man dann. Das heißt, man spielt nicht gegeneinander. Zumindest man spielt einfach vor sich hin. Also es ist sehr dieses Multiplayer-Solitär, was, ja. Naja, das spricht ja irgendwie auch für ein Managerspiel, aber dann, wenn man sich dann tatsächlich nachher nur darüber vergleicht, wo man in der Tabelle steht, ist das natürlich ein bisschen schade, weil dann könnte es auch jeder für sich zu Hause spielen und man macht eine große Online-Tabelle und dann guckt man mal nach, wo steht man oder so. Ja, so wie so Daily Challenges oder so. Ja, und das Nervige war halt auch diese Phase, das eigentliche Spiel dann, das ist halt, also wir fanden es als Einstieg super kompliziert und das kannst du dann halt nicht gleichzeitig machen, weil, also dann zieht sich das halt noch länger, weil alle, also weil wir die ganze gecheckt haben, so, was ist der linke, rechte Flügel, wie platzieren wir wo die Dinger und, ach, nee. Und es war auch nicht dieses, das Gefühl, du baust dir irgendwas Tolles aus, sondern es war eher so ein Kampf gegen Windmühlen-Gefühl, also ja, ganz, ganz kurios. Vielleicht ist das für die Leute, die Spirit Island direkt irgendwie auf Schwierigkeitsgrad irgendwo weit oben spielen. Nur mit einem komischen Thema, ne? Genau. Also ich glaube, da steckt irgendwie vielleicht ein cooles Spiel drin, aber der Einstieg ist halt echt Rotz. Ja. Ach so, und auch ganz cool, es gibt 4 Leisten, die sozusagen einen bestimmten Wert beschreiben. Das sind dann, da legt man dann Holztoken der entsprechenden Farbe drauf. Dann gibt es noch Ressourcen, die sozusagen zu den Leisten passen. Davon gibt es dann auch Holztoken. Aber kurioserweise, wir haben es ja zu zweit gespielt, das kann man ja mit bis zu 4 Leuten spielen. Also die Geldressource, was halt gelbe Scheiben sind, die waren bei uns fast leer. Also ich weiß gar nicht, wie man das zu 4 spielen soll. Also es gibt nicht genug, es gibt natürlich diese 5 Multiplikatorplättchen, aber es sind einfach nicht genug Ressourcen dabei. Und auf den Leisten sind mal andere, also es, auch die Ikonografie ist nicht einstiegsfreundlich. Ja, nein, einfach nein. Ich bin gespannt, also wenn Leuten das gespielt haben und das gefällt, dann würde ich mich darüber freuen, vielleicht auch irgendwie mit Einstiegstipps oder sowas. Weil ich glaube, ja, Potenzial ist da, aber der Einstieg ist echt nicht gut. Ja. Würdest du es dann nochmal spielen wollen tatsächlich? Ja, eigentlich schon. Aber ja, aber irgendwie, ja. Ich glaube, am liebsten würde ich das, glaube ich, eigentlich ja. Am liebsten würde ich das, glaube ich, Solo-Koop spielen mit einer Person, die das kann als Einstieg. Mhm. Ja. Ja. So hörte sich das an. Und bis das passieren wird, ist es wahrscheinlich dann auch 2026 und dann kann ich auch mit Lavinia Exit-Spiele spielen. Da gibt's bestimmt Exit. Also das Fußball-Exit, das kommt. Hör mal, zur EM. Die Hütte auf dem Platz. Guter Titel, ja. Da bekommt die verlassene Hütte eine ganz neue Bedeutung. Das Fußball-Exit, das klingt auch so ein bisschen wie die Vereinsgeschichte des ersten FC Köln. Wer schafft es, als erstes Oliver Kahn rauszuschmeißen? So, ich gehe jetzt.
Nee, der ist ganz ehrenhaft entlassen worden. Das ist. Aha. Schnell weiter, Vera. Was hast du gespielt? Das war knapp. Das war wirklich knapp. Ja. Ich habe komplett den Faden verloren, weil ich noch irgendwie bei der Spielerklärung von Johannes gehangen habe und überlegt habe, wie funktioniert dieses Spiel jetzt eigentlich? Also da habe ich jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht, bin zu keinem Ergebnis gekommen. Genau, das Spiel, worüber ich reden will, ist schon ein bisschen älter, ist von Jamie Stegmaier und war eins dieser Spiele, die wir schon ewig im Schrank haben und immer mal wieder so, ja, das müssen wir nochmal spielen. A, haben es nie gemacht. Ja, das müssen wir aber auf jeden Fall nochmal spielen, weil es eigentlich ziemlich gut. Mhm. Ist nie passiert. Jetzt haben wir es endlich geschafft und haben Viticulture nochmal gespielt. Ja. Ja, ich denke, ich glaube, die meisten, die den Podcast hören, werden auch Viticulture kennen. Über mehrere Jahreszeiten, über mehrere Jahre hinweg bauen wir unser Weingut quasi auf. Ja, pflanzen Trauben an, ernten die Trauben, machen daraus Wein und verkaufen den Wein wieder und empfangen verschiedene Gäste und machen über diverse Sachen Punkte. Und es ist so eins dieser Spiele, die ich finde, einen relativ einfachen Einstieg haben, weil es alles irgendwie relativ logisch ist. Ob man das dann alles immer effizient macht und gut, ist dahingestellt, aber von den Regeln her ist es irgendwie relativ einleuchtend, was mit den Trauben passiert, wie die Trauben zu Wein werden können, etc. Genau, und das gibt's ja auch in 100.000 Varianten. Also das ist auch wieder dann so eine Sache. Ich glaube, wir hatten es mit der Essential Edition und der Tuscany-Erweiterung oder so. Wenn sich das nicht wieder gegenseitig widerspricht, so ganz habe ich das nicht verstanden, nee, wie sich das alles zusammensetzt. Das ist quasi schon die neue klassische Version, von der du da gerade erzählst. Ja, auf jeden Fall quasi, wo man über 4 Jahreszeiten auch tatsächlich spielt auf dem Board. Genau, und das hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Also wir haben das jetzt bei einem Spieletreff gespielt und das Witzige war, am Ende hatten alle am Tisch 6 Arbeiter, nur ich nicht. Ich habe mit meinen 3 von am Anfang da irgendwie rumgedümpelt, weil am Anfang habe ich gedacht, was anderes ist schlauer und wollte keine Aktion verschwenden, um mir so einen Arbeiter zu holen. Und irgendwann war auch so zu spät. Da hast du nur gedacht, nö, lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Aber am Ende war ich habe nicht verloren, ich glaube, ich war 2. oder 3. und gar nicht so weit von allen anderen irgendwie dran, sondern richtig weit dran. Das hat mich dann gefreut, war so ein persönlicher Sieg dann einfach, dass ich das halt mit 3 mit 3 Workern hingekriegt habe. Und ich finde, es sieht halt super schön aus. So, ich trinke selber gerne Wein, komme ursprünglich aus einer Weinregion, von daher ist das so das perfekte Spiel irgendwie für mich. Und es war halt echt nochmal cool, das auf den Tisch zu kriegen. Ist jetzt die Frage, ob es wieder 2 Jahre dauert oder 2,5, bis es das nächste Mal gespielt wird. Aber das kann man halt auch echt gut mit Leuten spielen, die so ein bisschen was Neues kennenlernen wollen, die vielleicht schon so ein bisschen grundlegend wissen, wie Brettspiele funktionieren sozusagen. Und ich würde es immer wieder mitspielen. Das ist so, das dauert nicht lang, es ist alles eingängig und auf einmal denkst du, ach, ist schon rum und hattest einen schönen Abend und ist eigentlich auch nicht frustig, weil irgendwas kannst du eigentlich immer tun. Ja, das wäre so ein Spiel, das eigentlich perfekt den so ein Kennerspiel des Jahrestitel verdient gehabt hätte, ne? Also von diesem Einstiegsniveau, was du gerade sagst. Ich kenne wirklich ganz viele wenig Spieler, die das Spiel trotzdem feiern. Ja. Okay, ich war gerade irritiert. Wie sind denn so die Illustrationen? Die sind sehr schön. Also die sind, bei BGG stehen mehrere Leute dabei, aber unter anderem auch Beth Sobel. Und es ist halt, also der Spielplan, der ist halt richtig schön, also sowohl der quasi gemeinsame, das richtige Spielplan, als auch die einzelnen Spielertableaus. Dann ist so eine Kleinigkeit, aber ich merke das richtig, du hast so quasi Hang, also Weinhangkarten, so 3 Stück. Und wenn du die auf dein Playerboard legst, dann gehen die so grafisch mit dem Playerboard so ineinander über, wenn du sie richtig hinlegst. Und so, das sind halt so Kleinigkeiten, die machen es irgendwie super interessant oder auch diese, ich sag mal, Mama- und Papa-Karten von der Mechanik her, dass jeder so leicht unterschiedliche Startbedingungen hat. Und das macht echt Spaß. Also, und das Ganze ist halt auch wunderschön. Und mit auch den Worker-Feldern, also wo man die Worker eben einsetzt, die nehmen nicht so viel Platz ein, weil oft hat man das ja, das sind dann so riesige Felder und irgendwie siehst du dann gar nichts mehr von den eigentlichen Illustrationen. Und da
hast du eigentlich die ganze Zeit, also ich habe da immer Hauptaugenmerk auf die Illustration. Vera, ich finde das ja eh toll, dass du das Spiel gerade ansprichst, weil es wurde ja gerade im Brettspiel-News Kosmos, ich weiß nicht, ob es schon veröffentlicht ist, vielleicht jetzt, wenn diese Folge veröffentlicht wird, schon eine Sonderfolge zu Viticulture aufgenommen, in der ich eigentlich mitmachen wollte. Ach, habe ich aber nicht. So, und darum kann ich jetzt ja hier noch was dazu sagen. Das ist ja herrlich. Ja, gern geschehen. Also ich finde, alles, was du sagst, stimmt. Also ich mag das Spiel auch total gerne. Ich habe ja schon gesagt, dass ich eben auch finde, dass das ein super Einstiegs-Mehrspiel ist. Also eben kein Familienspielniveau, sondern eben schon mehr und auch was, also es ist wirklich leicht zu erlernen und macht aber trotzdem noch mehr, ne? Also was du schon gesagt hast, man baut sich diese Weinreben da auf, was irgendwie cool aussieht und was auch ein bisschen anders ist als in anderen Spielen. Also es hebt sich einfach so ein bisschen ab, dieser Titel. Ich gehöre allerdings ehrlich gesagt zu der Fraktion, die es besser findet ohne die Tasken-Erweiterung, wo man tatsächlich nur zwei Jahreszeiten hat. Und das hat den ganz einfachen Grund. Ich finde es schöner, wenn man im Worker-Placement-Spiel diesen Stress hat der richtigen Priorisierung. Also wir haben ja natürlich wie in allen Worker-Placement-Feldern nur eine begrenzte Anzahl an Einsatzfeldern. Dazu auch nochmal ganz kurz zwischengeschoben. Man kann es eben zu zweit, man kann es glaube ich wahrscheinlich sogar solo spielen, weiß ich gar nicht, aber bis zu sechs Spieler. Und die Spielerfelder passen sich an. Und zwar hat man eben zu zweit, hat man immer nur ein Feld pro Aktion, zu dritt und zu viert zwei Felder und zu fünft und zu sechst drei Felder. Das heißt aber, sobald man zu dritt ist, hat man theoretisch ein halbes Feld mehr. Darum finde ich das nicht ganz glücklich. Ich finde es eben zu zweit, zu viert oder zu sechst immer am besten, weil man dann am wenigsten Aktionsfelder hat. Und ich mag halt eben zu überlegen, was will ich schaffen, wann muss ich dieses Feld nehmen, bevor mir das jemand wegschnappt. Und wir haben natürlich auch so einen großen Arbeiter, den man irgendwie daneben setzen kann. Vielleicht kommt er sogar durch die Tasken, durch irgendeine Erweiterung kommt er auch rein, glaube ich. Egal. Damit kann man dann auch nochmal ein Feld benutzen, wo schon jemand steht. Aber mir gefällt das eben besser, weil ich das halt schwieriger finde und eben auch spannender. Wann muss ich das machen, damit mein Zug so aufgeht, wie ich will? Wenn mir da jemand dieses Feld wegnimmt, dann klappt das alles nicht. Und das, finde ich, macht halt das ohne die Tasken-Erweiterung einfach besser. Ja, wobei wir das halt ne, zu viert über quasi diese vier Jahreszeiten dann gespielt haben und es da auch schon teilweise so war, dass man gut gucken musste, wo nimmt man das jetzt, weil es gibt ja, trotzdem kannst du ja, ich weiß jetzt nicht, ob es genau von den Jahreszeiten stimmt, aber im Frühling, nur im Frühling dir Weinkarten kaufen, also Traubenarten Klar. kaufen und sowas. Ja. Und wenn du dann halt dann, also ich finde, bei uns hat sehr viel die Zugreihenfolge ausgemacht. Also wer ist wann dran? Also da war es dann eher genau. dieses Taktieren, wann will ich quasi in Zugreihenfolge dran sein? Will ich jetzt bessere Belohnungen haben, weil mir das gerade mehr bringt? Und mir ist es eigentlich egal, welche Felder ich krieg oder brauche ich jetzt bestimmte Felder? Ich kann inhaltlich nichts hinzufügen, kann nur zustimmen. Ich habe gerade geguckt, meine letzte gelockte Partie war Juli 2020. Ist irgendwie so ein Spiel, wo ich auch immer denke, ist irgendwie schön. Aber immer wenn ich denke, ich will spielen, dann fallen mir, glaube ich, fünf Spiele ein oder noch mehr Spiele ein, wo ich sage, die halt hätte ich gerade mehr Bock drauf, aber ich würde es auch immer mitspielen. Aber es ist irgendwie nie, wo ich denke, es fehlt immer so der letzte Funke zum, das hole ich jetzt aus dem Regal. Ja, das war bei uns halt auch. Wir haben dienstags ja immer diesen Spieletreff bei so einem Brettspielverein hier in Frankfurt. Und wir haben die letzten Male immer dann selber Spiele quasi mitgebracht. Und dann verabredest du dich halt immer so im Discord vorher schon ein bisschen, wer bringt was mit, wer will vielleicht wohl mitspielen. Und das haben wir da nicht gemacht, weil wir uns irgendwie so auch so, keine Ahnung, was wir jetzt halt mitbringen sollen. Wir gucken mal, was so kommt. Und dann hat das jemand vorgeschlagen und wir haben uns einfach nur angeguckt, ja klar, da machen wir mit. So, also dann war es wieder cool. Aber wie gesagt, unsere eigene Fassung, unser eigenes Exemplar ist halt, glaube ich, wirklich seit zweieinhalb Jahren unbespielt. Genau, aber wenn man es dann spielt, also ich weiß genau, was ihr beide meint, das geht mir auch genauso. Und wenn man es dann spielt, dann denkt man, ach, geiles Spiel, warum haben wir das denn so lange nicht gespielt? Voll. Das beste lange nicht gespielte Spiel. Das ist in die Kategorie Spiele, wo man nicht groß drüber nachdenkt, dass sie krass viel Spaß machen und wenn man sie dann spielt, machen sie krass viel Spaß. Nee, pass auf, weißt du, das muss ja sein, das reift ja genauso wie im Spiel. Ja, jetzt machst du nur noch eine neue Ebene auf, ne? Und genauso wie Wein trinken gemeinsam auch mehr Spaß macht, macht es damit der kooperativen Erweiterung mehr Spaß? Habe ich nicht gespielt. Ich auch nicht, aber ich finde es spannend auf jeden Fall. Dazu müsst ihr in den Brettspiel-News-Podcast hören wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ich bin mir ehrlich gesagt, das ist so ein Trend, den ich ein bisschen zwiegespalten sehe. Auf der einen Seite freue ich mich auch immer über neue Spielmodi in einem Spiel, was ich mag. Auf der anderen Seite bin ich vielleicht da ein bisschen engstirniger und denke mir, nicht jedes Spiel muss vielleicht jedes Spielmodi aufgesetzt bekommen. Manchmal ist es vielleicht einfach runder designt, wenn man bewusst drauf verzichtet. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Vielleicht klar, ist das ein Thema für eine Podcast-Folge. Man sollte, glaube ich, nur sowas entwickeln, wenn es auch zum Spiel passt. Also ich weiß nicht, ob obwohl doch, ich könnte mir selbst zu Scythe, könnte ich mir was kann man nicht sogar, ich glaube, die Kampagne, kann man die nicht sogar Koop spielen? Ich weiß es gar nicht. Ich bin gerade überlegen, Rise of Fenris, ich weiß es gerade gar nicht. Aber, ja, und zu Viticulture, was Vera ja am Anfang auch schon angesprochen hat, da gibt es ja nun mal die normale Edition, dann die Essential Edition. Ich weiß nicht, ob es noch eine gibt. Dann gibt es eben die Erweiterung eh hierzu. Dann gibt es die Erweiterung, die musst du aber auch eben dann in der Essential haben, damit das passt und so weiter. Und das ist ja eh gefühlt so ein Stückwerk. Also wenn da noch neue Module und andere Sachen rauskommen, dann war das nur eine Frage der Zeit. Apropos Frage der Zeit. Peter, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis du über ein Spiel reden kannst, darfst, magst, sollst. Meinst du jetzt? Vielleicht. Okay, mach ich vielleicht. Ich habe gerade so ein paar Ersteindrücke gespielt. Also Spiele, die ich nur einmal jetzt gerade gespielt habe. Und dann nehme ich mal, glaube ich, das, was gerade am ehesten noch in aller Munde ist, das Triquetta. Das habe ich jetzt gespielt. Und ich muss auch sagen, ich habe es wirklich nur angespielt und auch nur zu zweit und nicht bis zu fünft geht's. Und ich habe es jetzt einfach mal kennengelernt. Wir haben da irgendwie, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Partien, so ein paar am Stück gemacht. Die erste Partie dachte ich, okay, was ist das für ein Kackspiel? Die zweite dachte ich, okay, ich verstehe es ein bisschen. Die dritte hat Spaß gemacht. Die vierte war gut. Und bei der fünften, wenn es dazu überhaupt schon kam, dann dachte ich schon wieder, ja gut, ist jetzt auch gleich, brauche ich jetzt auch schon wieder nicht mehr. Also es ist für mich irgendwie ein bisschen das Sommerlochspiel. Kann man das so sagen? Das ist so ein Titel, wo man, als ob irgendwas gefüllt werden musste und da rein muss. Ne, wie bei irgendwelchen journalistischen Sachen, da müssen wir jetzt drüber berichten. Das ist irgendwie gut. Aber dass das auch wieder erwähnt wurde auf vielen Listen, dass es jetzt irgendwie in diesen Spiel des Jahresbereich passt, dafür wäre es mir halt wieder viel zu wenig. Andererseits, jetzt rede ich doch darüber, wurden auch sowas wie Mentes nominiert, wo man auch nicht weiß, warum. Also vielleicht hätte es auch gepasst. Es ist ein kleines, simples Plättchen also hinlege und nehmen Spiel, also eigentlich ein Push-Your-Luck, was Laune macht, was wirklich 5 Minuten dauert. Und das war's. Also wir haben wirklich einfach draußen bei schönem Wetter gesessen, haben das mal eben kurz ein bisschen runtergespielt und dafür war es halt perfekt. Das Material sieht gut aus, die Gestaltung ist total geil. Ja, also es reißt jetzt aber auch nicht irgendwie irgendwas irgendwo raus. Also ich find's auf jeden Fall sehr schön, das Spiel. Also wir haben es auch. Ich mag die Steinchen, also ich mag die Haptik von diesen Steinen, die man da anlegt und alles. Wir haben es zu zweit und zu viert gespielt. Also zu zweit ist es halt wirklich so ein entspanntes Nebeneinander her, ein bisschen Push-Your-Luck. Ich kann eigentlich nichts falsch machen, Spiel. Moment, warte, da haben wir das anders gespielt. Ja, zumindest war es bei uns halt recht entspannt. Zu viert hat sich da wirklich nochmal so die Ebene aufgemacht, okay, wie kann ich den anderen am Tisch jetzt wirklich was reinwürgen? Also wo lege ich jetzt noch den 10er Elefanten hin? Naja, okay, dann wird wahrscheinlich die Person das nehmen müssen, dann kriegt sie aber dann Minuspunkte, weil dann hat sie auf einmal 4 Elefanten und keine 3 mehr und sowas. Das hat da dann auf einmal viel mehr eine Rolle gespielt als zu zweit. Vielleicht haben wir es zu zweit auch nur sehr friedlich gespielt, aber zu viert war da auf jeden Fall mehr Konfrontation in dem Ganzen. Und ich glaube, ich würde es auch nicht mehr zu zweit spielen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es ab zu dritt auch schon funktioniert, aber bisher ist so Mindestanzahl 4 Leute, wo ich sagen würde, da ist es auf jeden Fall gut. Also ich glaube, und das wurde mir auch so berichtet, dass es sich einfach mit unterschiedlichen Spielerzahlen und komplett anders spielt. Also bei 5 Spielern macht man gefühlt wohl keine Punkte, während man es zu zweit halt auch schaffen kann, im Grunde jedes Set einmal zu sammeln und richtig viel Punkte zu machen. Und ich wollte jetzt auch gar nicht so schlimm klingen, ne? Also ich fand das Spiel jetzt überhaupt nicht schlecht. Ich war nur überrascht, wie hochgehypt das mal wieder war, ne? Also das macht nichts falsch. Das kann man sich ohne Zweifel einfach mal kaufen, wenn man da vorstellen, das schön findet und auf so eine Spiele Bock hat. Das ist wirklich gut. Und wahrscheinlich, keine Ahnung, also es ist jetzt ein paar Tage her und es ist in meiner Vorstellung noch nicht gesunken. Das ist schon so ein Spiel, wo ich noch denke, ah ja, cool, nee, das war gut. Also es hat immer noch so einen guten Nachhall hinterlassen. Das machen ja auch nicht viele Spiele.
Ich war super enttäuscht, als ich das Spiel das erste Mal gesehen habe, dachte ich, man puzzelt diese Dinge irgendwie zusammen, aber man bildet ja einfach nur diese Sets aus drei Plättchen, richtig? Ja, das machst du, das hat keinen Sinn, also das brauchst du nicht, du brauchst einfach drei Plättchen, fertig, wie die liegen, ist egal. Ja. Ja, fand ich super. Ich hatte gehofft, man macht irgendwie so ein cooles Gesamtding oder halt nur für sich, aber habe ich auch, also ist eh nicht solo spielbar, deswegen eh raus, aber habe ich gedacht so, man hat so coole Holz, sind aus Holz, ne? Ja. Ja. Ja, Holzplättchen und dann legst du die einfach nur da nebeneinander. Ich war enttäuscht. Ja, ich glaube, da versucht man eben mit dem Material die Mechanik einfach zu unterstützen. Das schadet nicht. Und das ist auch, man freut sich auch, wenn man dann drei geschafft hat, weil dann kriegt man eben die volle Punktzahl auf diesen Plättchen. Das können wir vielleicht mal überhaupt erklären. Ne? Also es gibt, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Tierarten, die verschiedene Punktzahlen bringen. Ich glaube, von 5 bis 10. Dann wären es 5 verschiedene Tierarten. Und die werden einfach nacheinander offen ausgelegt. Wenn man dran ist, hat man einfach nur die Wahl, lege ich das offen in diese Auslage oder 2-mal kann man das auch verdeckt zu sich selber hinlegen. Oder man nimmt eine komplette offene Auslage. So. Und wenn man die nimmt, nimmt man einfach alle Plättchen, die da drin liegen und legt die, wenn, im besten Fall zu so wunderschönen 3 Plättchen zusammen. Das heißt, wenn man das geschafft hat, so von einer Tier 3 zu haben, kriegt man die volle Punktzahl von diesem Tier. Sonst ist jedes Plättchen einfach nur 1 Punkt wert. Und sollte man aber mehr als 3 Plättchen haben, dann sind das ab da Minuspunkte. Und jedes Plättchen ist, glaube ich, 10-mal drin. Und das ist eben auch ein Unterschied der Spieleranzahl. Ne? Zu zweit kannst du halt früher so verschiedene Stapel abbrechen oder man spielt nicht unbedingt alle Plättchen durch. Also wirklich simples Ding mit einem Push Your Luck. Wunderbest. Dennis, hast du auch noch was Zweites dabei? Nee. Okay. Lavinia, hast du noch was Zweites dabei? Ja. Ein zweites Exit. Nee. Jetzt hat sie ein Unlock gespielt. Nein, ich habe fremdgerätselt. Nein, Spaß. Ich habe aus der Suspects-Reihe von Cosmos eins ausprobiert. Tut jetzt wenigstens überrascht. Nee. Doch. Du hast eine Art Exit-Game gespielt? Ja. Was war denn bei dir los? Heftig. Das habe ich mich auch gefragt nach dem Wochenende und ich war so glücklich, es hat auch so viel Spaß gemacht. Also Suspects ist kein Exit, kann der Spieler aber Spielreihe aber durchaus Konkurrenz machen. Und zwar ermitteln wir als Detektivin Claire Harper in Kriminalfällen. Ich habe erst einen gemacht, ich habe den Tödliche Spuren gespielt und dabei geht es darum, dass eine junge Frau ermordet worden, spielt in den 1930er Jahren in einer Villa. Und diesen Mord müssen wir jetzt aufklären. Es gibt sehr viel Text zu lesen auf den Karten, wo zwischenzeitlich in der Runde zur Debatte stand, naja, da wäre es jetzt schön, wenn man jetzt noch eine App hätte, die einem das alles vorliest. Wobei ich sagen muss, ich glaube, da versucht man so ein bisschen den Markt abzudecken. Es gibt ja die Fraktion, die sagt, nee, App-Spiele finde ich total doof, ich lese es lieber selber. Und ich finde es grundsätzlich nicht so verkehrt, dass man das selber lesen muss. Also ich gehöre eher zu dem Lerntyp, ich muss lesen, damit ich Sachen nochmal besser reflektieren kann. Und ich habe dann im Hintergrund, das war tatsächlich sowas, wo ich gedacht habe, okay, hier fehlt jetzt noch ein Soundtrack, also habe ich mir einfach den Exit-Soundtrack von Sherlock Holmes Verschwinden angemacht. Der hat sehr gut dazu gepasst. Genau, und dieses, wie der Titel schon sagt, Suspects, also Verdächtige, das Spiel ist sehr personenbezogen. Das heißt, man geht auch durch Räume, man hat Personen, die man befragen kann, man kann Hinweise finden. Und Ziel des Spiels ist es natürlich, den Mord aufzuklären. Und auch da gibt es ein Punktewertesystem, denn wenn du das mit so wenig Karten wie möglich schaffst, bist du natürlich besser. Ja, das haben wir dann gemacht. Spielzeit wird angegeben mit, wenn ich mich richtig erinnere, 60 bis 150 Minuten, irgendwie sowas. Wir haben 2 Stunden gebraucht, was ganz angenehm ist, weil Exits können auch schon mal sehr viel länger dauern, je nachdem, wie ehrgeizig man ist beim Rätsellösen. Und wie doof man sich anstellt. Ja, das ist auch. 2 Komponenten, an denen das liegt. Mhm. Ich finde es so weird. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, so lange an dem Spiel zu rätseln. Ich weiß noch, auf dem Stadtland-Spiel-Event, was Peter auch mitorganisiert hat in Achim, da hat Peter, glaube ich, hat Rebecca und mir so ein Mini-Sherlock-Ding, und ich weiß gar nicht, was das war, gegeben.
Und das ist, gut, also das ist eher so ein bisschen Krimi-mäßig, aber Rebecca und ich hatten gefühlt nach 5 Minuten keinen Bock mehr, irgendwas aufzudecken und zu überlegen. Und ich denke, wie kann man 2 Stunden lang an diesen Sachen rumrätseln? Ich würde verzweifeln. Das ist ein schönes Kopfkino, gerade wie die Leute mit einem Kriminalfall zu Johannes kommen und nach 5 Minuten sagt, boah, wisst ihr was, ihr könnt mich mal. Ich wäre kein guter Detektiv, nee. Ich gehe jetzt in eine Ecke und puzzle alleine vor mich hin. Genau. Schade. Aber ja. Bitte, Lavinia, berichte. Nein, die Story war schön. Wir haben das am Ende so gemacht, also es gibt einen Fragebogen, den man dann quasi ausfüllen muss. Wer war's? Welche Ereignisse haben dazu geführt, dass die Person sich dazu entschieden hat, diesen Mord zu begehen? In dem Fall warst du der Klassiker, ja, habe ich noch zu Anfang gesagt, haha, der Gärtner war's. Es gibt ja immer den Gärtner, ne? Aber ob es jetzt war, lässt du jetzt bitte offen, ne? Das lasse ich jetzt natürlich offen, dazu werde ich mich nicht äußern. Das Spiel hat schon von sich in der Anleitung aus angeboten, wenn man sich nicht einig ist, also hinsichtlich der Lösung, dass dann jeder auch seine eigene Theorie aufschreiben kann. Das haben wir auch so gemacht. Und ich persönlich fand die Lösung schlüssig. Claire Harper gibt dann noch so Tipps in der Anleitung. Ja, denkt logisch und lasst euch nicht zu sehr von eurer Fantasie, weil man fängt dann irgendwann an, so ganz krude Theorien zu spinnen. Nein, das ist alles faktenbasiert und logisch. Und da gab es dann hinterher noch so, ja, die Diskussion darüber, ja, war das jetzt wirklich so logisch, wie das vom Spiel vorgegeben wurde? Und da stand doch, man soll seine Fantasie nicht benutzen und für diese Theorie brauchte man dann aber doch irgendwie Fantasie. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand, es ist eine nette Abwechslung zu allen Leuten, für alle Leute, die auch Exit mögen, die werden, wie ich finde, auch daran Spaß haben. Es ist einfach sehr viel mehr Text. Es ist weniger, wir müssen zerschneiden und zerstören. Nein, gar nicht. Das bleibt alles so, wie es ist. Auch da haben wir das so gemacht, dass wir das Spielmaterial abfotografiert haben, denn man kriegt so einen riesigen Familienstammbaum mit allen Personen. Und da kann man einfach schön Notizen dann auf dem Bildschirm machen. Und ja, also ich werde auf jeden Fall die anderen beiden Teile, die in der Reihe erschienen sind, auch noch machen. Die Spielzeit wird übrigens mit 90 bis 150 Minuten angegeben. Ab wie vielen Jahren ist das? Ab 12. Weil ich habe so ein kleines Problem damit, mit Spielen, die Kindern sagen, seid nicht kreativ. Haltet euch an die Fakten. Denkt nicht außerhalb der Box. Das finde ich ist eine sehr fragwürdige Botschaft, die in diesem Kontext sehr hilfreich sein kann. Aber ich weiß nicht, ob das immer so die Botschaft ist, die man Kindern so mit auf den Weg geben sollte. Aber das und das gilt natürlich auch für Erwachsene. Meinung. Auch Erwachsene dürfen kreativ denken. Große Kinder sind auch damit einbegriffen. Aber zu spät, wir sind alle angepasst. Nee, es geht nicht im Sinne von darum, du musst schon auf eine gewisse Art und Weise kreativ denken, aber jetzt nicht so nach dem Motto, also eine Person, die gar nicht in dem Spiel ist, war es aus den und den Gründen. Wisst ihr, was ich meine? Klar. Also es muss schon in gewisser Hinsicht faktenbasiert sein. Also du kannst dir nicht was völlig Abgefahrenes, weiß ich nicht, Batman ist durchs Fenster geflogen und war's, so nach dem Motto. Dennis, es ist eben kein Superfight, oder wie das Spiel hieß. Sehr wenige Spiele sind Superfight. Superfight, der Krimi-Fall. Ja, der wohnt direkt neben der verlassenen Hütte, ne? Ja. Ich möchte nur sagen, dass eins der neueren Exit-Spiele heißt, die Rückkehr in die verlassene Hütte. Das ja, ist vielleicht war es das. Nee, das ist der neue. Nee, es gibt noch das verlassene Haus, oder? Gibt's das? Wo steht das? Ja, weiß ich nicht, neben der Hütte oder so. Ich glaube, das war. Ich gucke jetzt einfach nach. Ich sag's gleich. Ja. Das ist der Spin-off zur verlassenen Hütte. Die unheimliche Villa war es. Das baut so ein bisschen auf die verlassene Hütte auf. Richtig, die unheimliche Villa gab es ja auch. Oh, das war auch gut. Aber da gab es nämlich vielleicht in dem anderen Spiel eine Karte, wenn man die freigespielt hatte, dann hat man quasi mehr Punkte in dem anderen Spiel bekommen. Daran kannst du dich noch erinnern? Ja, aber ich hatte das ja gerade, diese Karte vielleicht, falls es sie geben sollte, weil ich weder bestätige noch verleugne. Auch da war es der Gärtner, richtig? Oder nicht auch da, wir wissen es ja nicht, ob es woanders der Gärtner war oder nicht der Gärtner war.
Ich möchte nur noch mal ganz kurz erwähnen, dass bei Suspects eine junge Detektivin ermittelt. Das wird euch jetzt alle vom Stuhl reißen, ich weiß. Aber die Idee ist schön, dass nicht immer nur Sherlock und Watson unterwegs sind. Voll. Ist auf jeden Fall eine gelungene Reihe. Die Illustrationen sind schön, das gruselt einen nicht. Es gibt ja so Spiele, so Detektivspiele, da ist schon, muss man schon Rätsel raten, wer das gemalt hat oder beziehungsweise illustriert hat. Und das war in dem Fall nicht so. Hat so ein bisschen was von Cluedo auch. Ich bin gespannt, wie die anderen beiden sind. Ich habe geguckt, es gibt inzwischen schon 9 davon. Was? Laut BoardGameGeek gibt es 9. Echt? Es gibt zumindest 9 BoardGameGeek-Einträge. Ich kenne nur 3. Was gibt's da für welche? Erzähl mal. Habe ich schon wieder geschlossen. Bestimmt gibt es auch die verlassene Hütte. Die unheimliche Kevin Villa. Genau. Ja, können auch alles, finde ich, so 3 Fragezeichen-Fälle sein. Ja. Aber ist doch auch Kosmos, oder? Ich kenne, also ich sehe, finde nur 4 gerade. Letzter Auftritt. Ewiger Fluch, Shakespeare's Tränen. Ja, das eine ist gerade just in diesem Moment erschienen. Vielleicht sind die anderen ja erst noch auf Englisch raus. Wenn du nochmal neu lädst, hast du vielleicht schon 5. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr wollt mich piesacken. Niemals. Nach Shakespeare's Tränen kommt die Fortsetzung DJ Bobos Ohrwurm oder so. Vergleichst du gerade Shakespeare mit DJ Bobo? Eieieiei. Ich hab's mir schon mit dem FC Köln heute verschissen. Jetzt ist die Frage, hast du dir jetzt mit DJ Bobo-Fans oder mit Shakespeare-Fans verschissen? Gibt es Shakespeare-Fans? Witzigerweise war welche sind schlimmer? Witzigerweise war meine Tante letztes Wochenende auf einem DJ Bobo-Konzert. Vorletztes Wochenende. Ich hatte mir eine ganz schöne Überleitung mit Illustrationen ausgedacht und jetzt passt das gar nicht mehr. Yay! Mach trotzdem. Peter, ich habe noch einen Suspects gefunden. Mörderischer Marathon, das gibt es nicht. Alliterationen sind immer toll. 3 Fragezeichen und der mörderische Marathon. Funktioniert. Es gibt auch einige, es gibt immer regelmäßig bei den 3 Fragezeichen Fußballfälle. Das sind immer nicht die besten Fälle, aber... Ja. Da habe ich vorhin tatsächlich dran gedacht, als du von dem Spiel gesprochen hast. Ich weiß nicht wieso, aber es fühlte sich so an, als hätte das vielleicht auch ein schöner Soundtrack dazu oder so. Voll gut. Vielleicht hätte das Spiel besser gemacht, ja. Oder halt Oliver Kahn in Dauerschleife hören. Die 3 Fragezeichen und der verschwundene Oliver Kahn. Ha, okay, schnell weiter. Also Johannes. Genau, allerdings ist es da relativ einfach, die Schuldigen zu finden. Jetzt der Fall ist schon gelöst. Entschuldigung. Genau, ich nenne jetzt einen Spieltitel und dann werdet ihr den jetzt wahrscheinlich irgendwie bei Google oder bei BoardGameGeek eingeben und bestimmt einige Leute aus der Runde werden sagen, oh, das ist aber schön. Und das Spiel heißt Hickory Dickory. Und optisch hatte ich so ein bisschen Everdell oder Tiram Ahorntal-Vibes oder Honeybus-Vibes. Also es ist ein schönes Spiel, ist von Sonja Müller illustriert, was ungefähr, finde ich, einer der deutschesten Namen überhaupt ist. Und nein? Ich möchte da ganz kurz einhaken. Du nennst so einen Titel, von dem keiner hier aus der Runde weiß, wie man den schreibt, und gehst davon aus, dass wir den alle natürlich sofort eintippen. Das ist so, okay, also das fand ich gerade so ein bisschen skurril. Hickory mit Y geschrieben und Dickory mit Y geschrieben. Was ist ein Hickory Dickory so schwer? Also ich habe es auch schon gefunden. Die Schreibweise, nur die Schreibweise. Ja, also zumindest es kann ja nicht jedes Wort Peter geschrieben werden. Ach, das war mein Fehler. Und Hickory Dickory ist ein, ich bin gerade überlegen, wie man das beschreibt. Das hat auf jeden Fall Set-Collection-Elemente. Es ist kein, das Worker-Placement, es ist eigentlich so ein Rondell-Mechanismus mit Worker-Movement vielleicht. Auf jeden Fall, wir spielen Unterschied, also wir haben ein paar Mäuse, die so, ja, theoretisch Knöpfe und so ein Zeug sammeln, die durch Plättchen dargestellt werden, die aus dem gleichen Material sind, wie auch Basul und sowas. Und der Spielplan ist so eine große Kuckucksuhr und wir bewegen uns über das Ziffernblatt dieser Kuckucksuhr. Das Coole daran ist, die Zeiger der Uhr sind tatsächlich Zeiger, die sich auch bewegen, weil die jeweils die Züge und die Runden darstellen. Und wir spielen im regulären Spiel,
ich bin gerade überlegen, 5 Runden mit mehreren Zügen. Und in den Runden bewegen wir dann unsere Mäuse quasi, also die stehen, es gibt eine Startaufstellung unserer Mäuse auf bestimmten Aktionsfeldern und dann können wir entweder, wenn der Zeiger zu dem entsprechenden Feld bewegt wird, können wir entweder die Maus auf dem entsprechenden Aktionsfeld aktivieren oder wir können die Maus auf den Zeiger setzen und über den Zeiger kann sie dann sozusagen zu anderen Aktionsfeldern bewegt werden, was ja ungefähr schon mal eine super cute Idee ist. Und dann sammeln wir halt immer bestimmte Plättchen ein, die möchten wir dann auch abgeben, um dafür Punkte zu bekommen. Und das ist eigentlich ein relativ simples so ja Set-Collection-Rondell-Spiel, was super kurzweilig ist, was aber, also der Spielplan ist viel zu groß. Das ist so ein bisschen, und das Ding ist ein bisschen aufgebohrt. Ich habe gedacht, das ist ein Kickstarter. Ich habe gerade eben gegoogelt, das scheint kein Kickstarter gewesen zu sein. Zumindest wurde mir nicht direkt eine Kickstarter-Seite angezeigt. Weil einige Sachen sind so double-layered. Dann hast du halt diese Uhr und dieses tolle Material. Andere Sachen sind nicht double-layer. Und das ist einfach ein schönes Spiel. Ich finde, das ist so, ich komme für mich nicht ganz an Tiere im Ahrental ran. Aber es geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Ich finde es, ja, schön. Und ja, wahrscheinlich habt ihr davon noch nichts gehört. Also Peter ja nicht. Peter weiß ja nicht mehr, wie man das schreibt. Nee, aber nee. Langsam, bald habe ich es gefunden. Gib mir noch kurz. Aber es ist immer noch nicht lieferbar, Vorbestellungen möglich, beschaffbar. Also es hat irgendwie auch keiner auf Lager, das Spiel. Also du hast mich schon wieder angefixt. Das ist ganz schlimm, wirklich. Albernerweise gab es ein Hickory Dickory Dock Game 1981. Oh, das meine ich nicht. Nee, ist relativ aktuell. Und was natürlich super cool ist, es gibt, je nachdem mit wie viel Personen man spielt, blockiert man bestimmte Felder in jeder Runde. Und das sind Plättchen, die so Katzenpfötchen zeigen. Und sozusagen mit Katzenpfötchen werden die Felder blockiert. Und man hat auch unterschiedliche Mäuse, die alle eine leichte Fähigkeit haben. Also da steckt, was heißt einiges drin. Ne? Es ist schon ein relativ seichtes Spiel, aber es ist irgendwie ganz, ganz kurzweilig. Und genau, kann man auch solo spielen, da spielt man dann nicht in einem Highscore, sondern versucht 100 Punkte zu erreichen. Ich habe es jetzt einmal zu zweit mit Rebecca und einmal solo gespielt. Ich bin lange noch nicht an die 100 Punkte rangekommen. Dieses Spiel ist das optische Äquivalent zu einem Rolf Zukowski-Lied. Und lieber Dennis, sieht wirklich aus wie ein Kinderspiel. Als Anmerkung auf dein Spiel gerade, Hickory Dickory Clock schreibt man leider anders. Aber das merkt man ja nicht, weil es ja klar ist, wie man das schreibt. Stimmt, P-E-T-E-R. Eieieiei. Aber das ist gar nicht so günstig, gell? Das kann gut sein. Weil das Witzige ist, überall ist das vorbestellbar, wenn ich es bei Amazon eingebe. Kostet irgendwie 65 Euro, ist aber okay, eine gratis Lieferung bis Freitag, 2.6. Okay. Kurios. Nee, ich habe das von Benny bekommen. Das ist ja krass, dass es so teuer ist. Das hätte ich nicht auf dem Schirm. Das ist halt auch vom Material steckt aber auch schon einiges drin, das muss man schon sagen. Also, ja. Aber es ist halt schon etwas weniger. Was haben wir denn? Was sagt denn Boardgame Geek zur Komplexität? 2,8. Ich würde es ein bisschen weniger, glaube ich, einordnen. Peter, The Clocks of Hickory Docks meinte ich auch nicht. Ich meinte schon The Hickory Dickory Dock Game. Das sind sehr unterschiedliche. Das scheint auf jeden Fall ein relativ beliebter Titel zu sein. Es gibt eine ganze Menge davon. Also kurz vors Protokoll, das wird aber alles hier gleich geschrieben, was mir angezeigt wird. Also Hickory Dickory, Hickory Dickory Dog Game, Hickory Dickory Dog und The Game of Hickory Dickory Dog wird alles gleich geschrieben. Und The Clocks of Hickory Dogs. Ach, die Clocks of Hickory Dogs, das habe ich für mich natürlich nicht angezeigt. Dann habe ich gar nichts gesagt vielleicht. Okay, wenn wir da jetzt tatsächlich weiter drauf rumreiten, es gibt das einmal mit E und einmal mit O geschrieben, glaube ich. Ah, okay. Ja, nee, O. O ist richtig. Okay, mit E. Und, ja, finde ich funny, der Autor des Spiels heißt Sawyer West, was ungefähr dann, finde ich, eines der amerikanischsten Namen ist. Finde ich eine coole Kombi. Sawyer West und Sonja Müller. Das ist, ja, Fusion. Fusion, gibt's das auch? Vera, hast du noch ein Spiel? Ja, wenn ihr noch eins wollt, geht das. Hau mal raus. Wenn's sein muss.
Nee, ich nehme dann einfach das Spiel, was wir jetzt gestern dann beim Spieletreff gespielt haben. Ich meine, willst du über BIOS reden? Nein. Nein, möchte ich nicht. Ich habe so einen guten Tag heute, ne? Es kommt mir nicht. Du spannst uns aber auch auf die Folter damit. Jetzt kommen wir nicht mit BIOS um die Ecke. Also, ich würde sagen, Deadline für BIOS 2026. Ja, meinst dann du kommt dann, nämlich Exit BIOS raus. Ja, wo dann alles mutiert ist und du dann aus der verwunschenen Hütte entfliehen musst, um von den mutierten Kreaturen zu entkommen, oder was? Nee, auf jeden Fall war das ein Spiel mit auch Ich hole euch da nicht raus, aus keiner Hütte. Vergesst es. Ich bin beim Gärtner. Auf jeden Fall war das auch ein Spiel mit sehr viel Material. Und zwar Endless Winter, Überlebe die Eiszeit. Das haben wir auch zu viert mal gespielt, weil die Leute, mit denen wir auf Viticulture gespielt haben, da haben wir irgendwie drüber geredet, dass wir das haben. Und dann so, ach ja, lass uns mal treffen. Also ne, beim nächsten Mal wieder zusammen eine Spielrunde machen und das spielen. Und sagen wir so, wenn ich schon bei Viticulture Probleme habe, manchmal meine Aktionen auszuwählen, so dass sie effizient sind, habe ich das bei Endless Winter schon dreimal. Weil du hast ja so viele Mechanismen, die da in diesem Spiel zusammenkommen. Set Collection, Worker Placement, Deckbau, Area Control, dann hast du noch mit der Wandmalerei-Erweiterung da ja auch noch was Zusätzliches und also ich kann mich auf eine Sache dann konzentrieren von diesen ganzen Aspekten und bin bei einer Sache dann ganz gut dabei und dann verliere ich irgendwann meinen Fokus und lasse irgendwas komplett dann links liegen. Also ich habe diese Höhlenmalerei halt nie gemacht im Spiel, was sich dann am Ende dann auch bei den Punkten ausgewirkt hat, weil ich mich da irgendwie nicht auf so viel gleichzeitig konzentrieren kann. Meine erste Runde war noch wirklich gut. Und danach ging es nur noch steil bergab. Aber ich finde, für die Komplexität der Mechanismen, also klar, man sollte eigentlich jeden Mechanismus mal irgendwie kennen und den nicht mit diesem Spiel neu lernen müssen. Aber ich finde, es greift sehr schön ineinander, alles, was man da tut. Also weil da, wo ich meinen Worker hinstelle, hat es dann vielleicht auf den Area-Control-Aspekt Auswirkungen, weil ich dann meine Tippies und kleinen Siedlungen irgendwo hinstellen kann. Ich stelle meinen Worker auf das Jagenfeld und dann kann ich Set Collection vorantreiben, indem ich dann ja quasi Tierkarten sammle und sowas. Ich würde es aber, glaube ich, nicht nochmal zu viert spielen. Also, weil es ist halt einfach echt lang. Also, wir haben es zu zweit auch ein paar Mal gespielt, das lief ganz gut. Da kann man sich ja im Prinzip auch so ein bisschen aussuchen, ob man sich jetzt gegenseitig da die ganze Zeit irgendwie bekriegen will oder. Wir haben es mit der Flusserweiterung gespielt, also ob der eine sagt, okay, ich bleib hier rechts vom Fluss, der andere bleibt links vom Fluss und dann sind wir beide happy sozusagen. Das bleibt ja jedem dann selbst überlassen. Zu viert war es dann teilweise anstrengend und es war schon jeder eigentlich regelkundig. Also da war ich dann diejenige, die Sachen einfach irgendwann nicht mehr gerafft hat, weil ich so durch war irgendwann. Aber es hat Spaß gemacht. Ich würde es auch nochmal spielen, aber es ist auch so eins der Spiele, da müsste eher jemand anderes kommen und sagen, wollen wir das nochmal spielen, damit ich es mitspiele. Ich glaube, da gab es mittlerweile auch einen Podcast zu, oder? Extra zu Endless Winter? Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall, ich würde es mitspielen, wenn jemand anders das dann unbedingt mal spielen will, aber ich glaube, von mir aus eher weniger. Obwohl ich das Material und sowas wirklich gut finde und mir macht es auch Spaß, also so auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist mir zu viel, was man machen kann. Also es ist mir zu viel Auswahl einfach. Aber es ist trotzdem ein rundes Ding. Und das finde ich bewundernswert, dass du so viele Mechanismen ins Spiel packen kannst und das alles funktioniert irgendwie zusammen. In der Folge des also in der 274. Folge beziehungsweise der 38. BSN-Spielt-Folge reden Patrick, Thorsten und Daniel über Endless Winter. Die ist vom 6. Januar, die Folge. Da habt ihr dann sozusagen nochmal ausführliche Meinung dazu. Ansonsten
Ich kann Vera eigentlich nur zustimmen, was ich ganz kurios finde. Eigentlich ist das ja, also ich finde, die Einstiegshürde ist halt da, weil so viel in dem Spiel drin ist. Aber das eigentliche Spielen ist ja überhaupt nicht kompliziert oder auch nicht komplex, ne? Weil du machst ja eigentlich, also das Eigentliche, was du machst, du setzt deinen Arbeiter ein und spielst dann Karten aus. Das ist ja eigentlich super simpel, finde ich irgendwie ganz kurios. Ich weiß auch nicht, ob es deswegen, also es kam ja irgendwie gut an, aber nicht so gut, wie es, glaube ich, am Anfang gehypt wurde. Ich glaube, einige haben da sich ein komplexeres Spiel erwartet, als es dann irgendwie am Ende ist. Ich glaube auch, also wir haben uns auch, als wir dann das hier ankamen, in dieser Riesenbox, dann mit diesem also Regelbuch in Anführungszeichen und den ganzen Erweiterungen und so, war erstmal ein bisschen erschlagend. Und dann aber, ja, okay, gut, wir haben jetzt alles mal gelesen, jetzt lass mal anfangen. Und dann war es wirklich so, ja, okay, es erklärt sich ja eigentlich, wenn du die Symbole kennst, erklärt sich das Spiel dann von selber, was man machen muss. Ja, ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, Sachen rauszukatten, weil dann wäre es ein simpleres Spiel gewesen, oder ob man es irgendwie hätte komplexer machen sollen, als es dann ist mit, weiß ich nicht, mehr Worker-Placement-Feldern oder was auch immer. Aber ich finde es auch, also es macht mir auch Spaß, ich würde es auch immer mitspielen und ja, hab's auch noch. Und allen anderen ist es egal. Normalerweise mag ich ja so thematische Spiele sehr gerne, aber das hat mich sehr kalt gelassen. Ja, pun not intended. Das war, sorry, ich bin einfach kein Survival-Crafting-Mensch und entsprechend konnte mich das irgendwie nicht so abholen. Weiß nicht. War irgendwie nicht meins. Rein vom Gefühl her, ohne dass ich es gespielt habe. Ich habe es mir angeguckt und wusste direkt, nee, eher nicht. Ich würde es mal ausprobieren, klar, aber ja, vorschlagen oder so würde ich es nicht. Ist übrigens der Autor Stan Kordonski, den wir natürlich alle für das tolle Dice Hospital oder das noch viel, viel tollere Schattenreiche von Valeria kennen. Du sollst diesen Namen in meiner Gegenwart nicht sagen. Zumindest nicht, bis ich es gespielt habe. Deadline auch. 2026. Dann kommt das Exit. Ach, was wollt ihr eigentlich? Exit Valeria? Könnte ich mir sogar vorstellen, dass sowas mal kommt. Nein. Lavinia, wir wollen dich mit Exit-Nachschub beliefern. Ich hab grad, nein, ich habe gerade schon geguckt, was im Herbst für ein cooles Exit kommt. Nämlich? Ausbruch aus dem Gefängnis. So, da staunt ihr jetzt aber. Das ist ja krass originell. Hab ich noch nie gesehen. Nein, man spielt jetzt halt, wenn ich das richtig verstanden habe, spielt man in Teams gegeneinander. Hm. Okay. Weil man um die Wette ausbricht? Ich weiß es nicht. Es war wirklich Nee. Vielleicht spielt man ja gar nicht die Insassen, sondern man spielt das Personal, die keinen Bock mehr auf ihren Job haben und die wollen ausbrechen. Das heißt der Gefängnisausbruch. Genau, in zwei Zellen starten zwei Teams gleichzeitig ihren Ausbruch. Nur mit intensiver Zusammenarbeit kann euch die Flucht gelingen. Also mit euch breche ich da wohl besser nicht aus. Das verstehe muss direkt ich nicht. Bei Gefängnisausdruck muss ich direkt an Prison Break denken, weil eine Zeit lang gefühlt in den 2000ern immer lief nur Werbung von Prison Break. Ich habe es nie gesehen. Hatte da nicht einer die Gefängniskarte auf dem Rücken tätowiert? Egal, ja. Das führt zu weit. Really? Es war eine, also ganz ehrlich, am Anfang war das eine richtig geile Serie. Ich habe das richtig gefeiert. Ich habe es nie gesehen. Ich auch nicht. Das Exit-Spiel wird bestimmt gut. Bestimmt. Okay, jetzt, Peter, falls du noch ein Spiel hast, ist es da auch so kalt wie in Veras Spiel? Nee. Vielen Dank für diese wunderschöne Überleitung, Johannes. Das ist einfach immer wieder ein Traum. Ich habe, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, so ein paar Ersteindrücke. Ich hätte noch zwei. Und zwar könnte ich jetzt noch was zu Orichalcum sagen, was wir ja neulich schon mal erwähnt hatten, so als eventueller Kandidat für die Erwähnungsliste Kennerspiel des Jahres, dann mache ich das doch vielleicht einfach. Das habe ich jetzt gespielt. Das ist so ein, ja, keine Ahnung, es hat mich auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ich würde das gerne auch nochmal spielen, um es nochmal rauszufinden, was das macht. Das ist so ein wirklich sehr angenehmes Niveau. Also es ist tatsächlich für mich so ein Nebenbeispiel, wo man nicht allzu viel grübeln muss. Man hat
Aktionskarten und auf denen liegen Plättchen auf und diese Plättchen puzzelt man, also man nimmt, wählt eine Karte aus und diese Karte kommt dann eben mit einem Plättchen. Das gibt's in drei verschiedenen Größen, 1, 2 oder 3 und das puzzelt man auf eine Insel ein mit verschiedenen Geländearten natürlich drauf, mit Vulkanen, auf diesen stehen dann Monster drauf und eben eine Aktion. Und die Aktionen sind, glaube ich, Bauen, Produktion von Orichalcum, was ein Mineral ist oder ein Metallart oder sowas, Produktion von Hopliten, die werden natürlich nicht produziert, sondern die werden wahrscheinlich rekrutiert und kämpfen. Und kämpfen ist im Grunde, man schickt Hopliten zu diesem Monster, würfelt Würfel und guckt, ob man hoch genug gewürfelt hat. Und und dann puzzelt man so dieses Ding voll. Wer zuerst 5 Siegpunkte hat, hat das Spiel gewonnen. Relativ simples Teil. Man kann durch Siegpunkte kriegen, indem man zum Beispiel gleiche Geländearten aneinander puzzelt, dann lockt man den entsprechenden Titanen an, der ist automatisch ein Siegpunkt wert und hat eine einmalige Sonderfunktion. Man kann sich einfach für 5 Orichalcum in der Bauenaktion einen Siegpunkt kaufen oder man kann einen Tempel sich nehmen, den man dann über 4 verschiedene Geländearten puzzeln muss, also auf sein Board. Und das ist es im Grunde schon. Also man puzzelt seine Insel voll mit verschiedenen Geländearten, die man eben durch diese Kombination aus Aktionen und Plättchen bekommt. Fertig. Relativ seicht, hat aber Spaß gemacht, aber es war halt auch nicht, also wie gesagt, Triquetta hat mehr Nachwirkung hinterlassen bei mir. Habt ihr das schon mal gespielt? Irgendwas? Nee. Keine Ahnung, warum dieser Titel übrigens so ist. Ich finde, der hilft nicht, oder? Ich finde, das Spiel wirkt komplett so zwischen den Stühlen, weil A, der Titel hilft nicht, B, finde ich, es gefühlt wirkt es zu teuer für das, was es ist, aber das kann ich ja irgendwie nicht einschätzen. Es ist viel drin. Und es ist nicht solo spielbar. Das stimmt, es ist nicht solo spielbar. Das Material ist aber wirklich viel. Fühlt sich auch alles zu groß an. Also es nimmt wirklich, wirklich viel Platz auf dem Tisch ein, weil man hat eine Auslage für die Karten, man hat eine Auslage für diese Gebäudeplättchen, die man bauen kann. Man hat ein eigenes Spielertableau, was riesig ist. Die Siegpunkte, die man da dann oben reinpuzzelt, sind alleine so im Durchmesser mindestens 5 Zentimeter. Nur um anzuzeigen, dass man einen Siegpunkt gemacht hat. Also das ist Wahnsinn. Was ja auch cool sein kann, ne? Also die Autoren sind ja auch gar nicht komplett Unbekannte, zumindest der eine nicht, das ist Bruno Catala und der andere ist, wir haben es gerade nachgeguckt, Herr Guppi. Aber trotzdem ist das so ein Titel, der irgendwie ja dann auch aus dem Nichts erschien, oder? Also der war auf einmal dann auch im Deutschen da und keine Ahnung. Also es ist irgendwie, ja, ich wollte es mir mal angucken. Habe ich jetzt getan, werde ich wahrscheinlich mir nochmal angucken und dann geht es wahrscheinlich einfach weiter. Das Spiel hat ja auch irgendwie überhaupt keinen Buzz entwickelt, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass es, also es hat wenig Leute haben darüber berichtet. Ich glaube, es wird eher ein Flop sein, oder? Wobei es halt auch, ja, also das ist nur finanziell vermute ich jetzt. Also keine Ahnung, ich kenne die Bücher nicht. Vielleicht haben sie nur 3 gekauft und verkaufen die für ganz viel Geld weiter. Nein, kein Schimmer. Aber ist mir, also du, das Spiel ist halt auch nicht richtig schlecht. So, ich glaube, so für so eine Familienspielerrunde, die hat da, kann da schon ihren Spaß mit haben. Man kann auch sicherlich besser puzzeln. Aber ich habe da einfach ein bisschen mehr erwartet. Auch ein bisschen mehr taktische Tiefe, glaube ich. Und das gibt's halt alles nicht. Also es macht ja all das, was gerade so ein bisschen beliebt ist. Und man baut Sachen, man baut vor sich was auf, man hat ein bisschen Plättchen legen mit Gebieten und so und man hat eine Konkurrenz sogar untereinander, indem man sich die Titanen wieder abjagen kann und so. Also eigentlich klingt das auf dem Papier alles ganz gut. Vielleicht einfach zur falschen Zeit? Keine Ahnung. Ich fand, es hat halt wirklich überhaupt keine Aufmerksamkeit erregt, oder? Also, dass man den Titel wahrgenommen hat, das war schon sehr, da musste man schon irgendwie gucken oder, also ich weiß, ich habe da irgendwann mal was von mitgekriegt und habe ihn mir dann ja, vorgemerkt ist zu viel, aber ich fand den so interessant, dass ich mir es schon irgendwo notiert habe quasi, ne? Und wenn es nur im Hinterkopf war und habe ihn mir dann, ja, ich habe hier tatsächlich die französische Variante, weil die einfach super günstig zu bekommen war und es natürlich wie immer sprachneutral ist. Ich sehe übrigens gerade auf BoardGameGeek, es gibt tatsächlich offizielle Solo-Regeln vom Autor, aber da muss man sich irgendwie noch so einen Spielplan genau, oder ich zwei ausdrucken. Genau, fand ich total schade, weil das hätte ich mir ausprobiert, ich habe keine Lust mehr, jetzt was auszudrucken. Das fühlt sich auch wieder, also ich bin eh nicht der riesen Print-and-Play-Fan, weil ich da einfach keine Muße zu habe. Nicht, weil ich das an für sich blöd finde, aber ich habe dann auch den Anspruch, dass das irgendwie halbwegs geil aussieht. Und wenn ich mir dann halt, wahrscheinlich habe ich gerade auch noch irgendein Öko-Druckpapier da drin, das dann noch so angebraunt ist oder so. Nee, gar keinen Bock drauf. Das muss schon richtig schön durchgebleicht sein, bitte. Apropos Nachhaltigkeit. Da sind wir wieder, ne? Spielspaß, genau, Spielspaß über Nachhaltigkeit. Und Umweltschutz, Fragezeichen? Ich könnte mir ja diesen Spielplan einfach auf dem iPad aufmachen und dann darauf spielen.
Mit Ökostrom. Es das gab ist doch mal aber diese, eine kreative Idee. Es gab doch mal diese komische Spielekonsole, oder? Gab es das nicht? War das mal ein Kickstarter? Wurde das überhaupt veröffentlicht? Ich habe es gar nicht mehr mitbekommen. Stimmt. Da dieses, hatten sie sowas entwickelt, ne? So ein Spielfläche und dann soll man darauf spielen oder sowas. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Gefühlt sieht man in Essen jedes Jahr so ein Ding irgendwie da rumstehen. Ja. Naja, Orichalcum, es hat mich auch ein wenig egal zurückgelassen. Was wäre dann anderes Spiel noch? Katharina, die Städte der Zaren. Ist auch, glaube ich, von letzten Jahr, leidet tatsächlich natürlich sehr unter dem Namen und dem Thema, auch vollkommen zu Recht, weil man auch wieder nicht weiß, warum das sein muss. Vor allem, weil man jetzt eben, in unter anderem Kiew eine Residenz bauen kann im Namen der Zaren, was einfach total dumm ist und unglücklich, also nicht nur unglücklich, sondern sowieso ungeschickt, aber naja. Ich wollte mir das Spiel aber angucken, weil ich so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass es für mich so eine ähnliche Richtung wie Hansa Teutonica erfüllt, nur in anders. Also so ein relativ simples Spiel mit hoher Interaktion, wo man sich einfach sehr, da, also was wahnsinnig davon lebt, was die anderen machen. Und das macht es halt genau nicht. Es ist genau das Gegenteil davon. Es hat null Interaktion, also 0,0. Und das einzige Interessante ist tatsächlich der, wie man das Spiel spielt und nicht, was man da macht. Denn das macht es ganz intelligent. Es hat, also man hat einfach Spielkarten in drei verschiedenen Farben und die Karten haben oben immer eine, keine Ahnung, so eine Art Ressourcen oder irgendwelche Infos und unten auf der Karte ist eine Aktion. Und ich habe eigentlich immer drei freie Karten vor mir ausliegen. Am Anfang mehr oder weniger zufällig, da wähle ich irgendwie aus sechs Karten drei aus. Später habe ich immer ein gewisses Handkartenlimit, von denen ich dann welche ausspiele. Und ich spiele immer eine Karte nach oben. Für die gilt dann auch der obere und der untere Bereich. Und ich spiele eine Karte unter diese Karten. Und wenn die Karte, die ich da unterspiele, die gleiche Farbe hat, aktiviere ich die Karte da drüber. Das heißt, ich muss einfach aus meinen Handkarten auswählen, welche Karte ist mir nicht wichtig genug. Also wo verzichte ich quasi auf alle Symbole, die da drauf sind, auch auf alle Aktionen. Und spiele sie eben zum Bezahlen sozusagen aus. Das ist das, was ich ganz interessant fand daran, dass man eben so einen Mechanismus wieder hat, wo man mit seinen Karten managen, überlegen muss, was bereite ich vielleicht auch schon als nächste Aktion vor, weil ich kann das schon mal oben aussehen, aktiviere das aber erst später irgendwann im Spiel und habe dann auch natürlich die Hoffnung, dass ich das überhaupt aktivieren kann, weil ich brauche dafür wieder die richtige Farbe. Und das fand ich irgendwie ganz clever und wollte ich mir angucken. Das ist okay, das funktioniert okay, gut, das macht auch ein bisschen Spaß. Das Spiel dahinter ist halt leider eben nicht das, was ich mir erhofft hatte. Sondern man reitet da einfach auf so ein paar Leisten nach oben und versucht so ein Netzwerk aufzubauen und hat einen Multiplikator, worüber man Punkte kriegt und so weiter. Die Symbolik ist irgendwie ein Graus. Also das fühlt sich halt wirklich auch ein bisschen aus der Zeit gefallen an, muss ich sagen. Also das macht man heute besser als einen schwarzen Pfeil mit einer Zahl und dann dieses offene Summensymbol und so. Das sieht einfach irgendwie wirklich ein bisschen seltsam aus. Ja, ist wie gesagt, ich finde, diese Mechanik könnte man nehmen und in andere Spielpflanzen, die hat mir irgendwie ganz gut gefallen, ja. Auch kein Solo-Modus. Das mit dem Thema ist halt echt super, kacke dafür, ne? Also ich weiß nicht, es ist irgendwann letztes Jahr erschienen, ne? Ich meine, die werden ja schon Jahre daran gearbeitet haben, aber es ist natürlich einfach kacke. Ja, vor allem ist es dadurch auch nochmal, glaube ich, ist dieses Thema noch präsenter geworden, als es sonst wahrscheinlich wäre. Sonst hätte man sich das Spiel anguckt, sich gar nichts dabei gedacht und jetzt guckt man sich das an und denkt sich sofort was dabei. Ja, genau, das ist einfach kein, also, ne, ist jetzt für den Verlag, das ist ein unglücklicher Zufall. Ja. Es ist anders, also, ja. Also, ich meine, bei Hoch ist jetzt der East India Companies erschienen, wo ich denke, also, keine Ahnung, vielleicht wird das Setting da irgendwie inhaltlich aufgegriffen, aber ich verstehe nicht, warum man 2023 noch ein Spiel mit dem Thema. Ja, also gerade bei diesem Spiel hier wäre es halt auch mal wieder vollkommen egal. Das ist ja wirklich der Punkt, ne? Also ich baue ein Netzwerk aus Städten oder das wäre egal, was ich mache. Ich schreite auf einer Leiste hoch, die in diesem Fall die Gunstleiste ist. Weißt du, also auch das ist doch vollkommen irrelevant. Und dann gibt es noch eine Siegpunktleiste. Und im Grunde, und dann werten wir am Ende jeder Runde noch irgendwie, wer von uns die meisten Kanonen auslegen hat. Das hätte man komplett auf alles andere umdrehen können. Das wäre halt irrelevant. Also warum nimmt man dieses Thema? Man könnte halt auch einfach niedliche Mäuse auf einer Uhr herumtänzeln lassen. Oder einen Mordfall lösen. Genau. Man kreist nämlich mit seinem Netzwerk den Killer ein und mit die Gunstleiste ist eben, wie viele Hinweise oder so man hat und dann, ja, keine Ahnung. Also ja, kriegt man sicherlich auch hin. Die Gunst bei der Polizei oder bei den Zeugen oder bei irgendwem. Finde ich aber tatsächlich für so ein klassisches Eurogame, finde ich so ein Krimi-Setting mal richtig cool. Gab's das mal? Fällt mir nicht spontan ein. Ich bin sofort dabei.
Der Mordmanager. Ja, nehmen wir. Nö. Okay, haben wir noch Spiele oder, also ich nicht. In der Hoffnung, dass niemand während des Hörens dieses Podcasts gestorben ist oder umgebracht wurde, oder jetzt auch niemand natürlich während der Aufnahme, würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch und bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Und hoffentlich habt ihr auch nicht das Bedürfnis, irgendjemanden umzubringen. Also, dass diese Podcast-Folge nicht euer Fänger im Roggen ist. Faires Gesichtsausdruck. Generell sollte möglichst wenig einfach der Finger im Roggen sein. Wie Vera geguckt hat. So von, was jetzt los? Vielen Dank in die Runde. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, bis ciao. 2026. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Und wir sagen alle Exit. Tschüss. Vielen Dank, dass du den Brettspiel News Podcast gehört hast. Folg uns gern auf Facebook, Instagram und oder Twitter. Wenn du dich mit anderen Spielebegeisterten austauschen möchtest, schau auch auf unserem Discord-Server vorbei. Wir würden uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcast und Spotify freuen und auch gerne auf Feedback bezüglich unserer Folgen und oder Wünsche, was Gästinnen und Gäste angeht.